Herzlich willkommen im elektronischen Schaltungstechniklabor. Mein Name ist Kootretz und wir schauen uns heute gemeinsam die erste Laborübung Verbindungstechnik an. Warum heißt diese Laborübung Verbindungstechnik? Wir schauen uns die wichtigste Technik an, wie wir Bauteile fest und mit einem guten elektrischen Kontakt auf eine Platine befestigen können, nämlich das Löten. Es handelt sich um eine Pflichtlehrveranstaltung im dritten bzw. vierten Semester für die Studienrichtungen Elektrotechnik, Toningenieur, Telematik und Biomedical Engineering. Aber schauen wir uns am besten gleich direkt das Labor an. Wir befinden uns jetzt im Labor und hinter mir werden meine Kolleginnen und Kollegen euch in der Früh begrüßen und sie stehen euch den ganzen Tag für eure Fragen bereit. Wie teilt sich der Tag nämlich auf? Am Vormittag haben wir eine kurze Lötübung. Wir werden eine Platine bestücken. Es handelt sich dabei sowohl um Bauteile in Durchsteckmontage als auch mit Oberflächenmontage. Anschließend werden wir unsere Platine testen und vermessen und am Ende des Tages folgt anschließend noch eine kurze Lernzielkontrolle in Form eines kurzen Interviews. Es ist übrigens auch ein Protokoll während den Messaufgaben zu fertigen und dieses bitte händisch mit Papier und Stift. Im Verlauf dieses Videos werden wir uns folgende drei Punkte anschauen. Zunächst einmal, wie lötet man? Zweitens, wie führe ich selbstständig eine einfache Messaufgabe durch? Und drittens, wie funktioniert eigentlich unsere Schaltung? Wie ist diese eigentlich aufgebaut? Beginnen wir am besten mit Punkt 1, wie lötet man? So, wir befinden uns jetzt bei einer Arbeitsstation und ich möchte nun gerne vorführen, wie man lötet. Löten bedeutet, wir haben hier unsere Printplatte und möchten hier ein Bauteil mit dieser Printplatte gut elektrisch miteinander verbinden. Dazu haben wir hier eine Lötstation. Wir schalten diese Lötstation zunächst ein, das heißt hierfür gibt es hinten einen Kippschalter zum Einschalten und anschließend können wir hier die Temperatur umstellen. Wir stellen die Temperatur am besten bei ungefähr 330 Grad Celsius ein und dieses reicht vollkommen aus beim Löten. Als nächsten Schritt müssen wir nun das Bauteil in die entsprechende Form bringen, um anschließend hier durch diese Anschlusslöcher durchzuführen. Das heißt hierzu biegen wir das Bauteil zunächst, ich mache das gerne einfach mit den Fingern. Ich biege die Anschlussdrähte entsprechend hin und stecke dann das Bauteil hier durch die Löcher durch. Nun, dass Sie hier hinten nun die Anschlussdrähte durchschauen. So, als nächsten Schritt ist es nun, das Bauteil jetzt anzulöten. Hierzu benötigen wir auch etwas Lötzinn. Also das besteht aus Zinn und Blei. Und nun fahren wir mit der Lötspitze. Ziel ist es nun, einen guten Wärmeübergang zu erreichen. Das heißt, wir fahren jetzt mit der Lötspitze so zum Bauteil hin, dass wir sowohl Draht als auch den Lötpad mit wenig Druck erreichen. Das heißt, wenn wir mit dem Lötkolben hier hinfahren, schaffen wir es beides zu wärmen, den Lötpad und den Draht. Und dann fahren wir anschließend mit dem Lötzinn hinzu. Das schaut dann in etwa so aus. Das heißt, wir fahren jetzt nur mit dem Lötkolben zu, führen das Lötzinn hinzu, fahren mit dem Lötzinn weg und mit dem Kolben weg. Und das ganze Prozedere soll nur 2 Sekunden lang dauern. Also machen wir hier den zweiten Pad ebenfalls so. Wie gesagt, das geht alles ein bisschen schnell. Wir fahren mit dem Lötkolben hin, führen Zinn hinzu, Zinn weg, Lötkolben weg und schon haben wir hier eine saubere Lötstelle erhalten. Und anschließend zwicken wir hier noch diese Anschlussdrähte ab. Dabei achten wir, dass wir nicht in das Zinn hineinschneiden, sondern wir schneiden hier wirklich nur den Draht ab. So. Und dann haben wir hier sauber unseren Widerstand an der Platine befestigt. So, jetzt ist es so, prinzipiell alle Through-Hole-Devices sind ähnlich zu löten. Nun möchte ich gerne vorführen, wie man sogenannte SMD-Bauteile noch anlötet. Jetzt habe ich hier eine andere Platine vorbereitet. Und SMD-Bauteile, wie man hier sehen, sind hier äußerst klein. Und dazu benötigen wir auch eine Pinzette zum Arbeiten, um diese Bauteile nachher angreifen zu können. Ziel ist es, das SMD-Bauteil soll zum Schluss zum Beispiel hier befestigt werden, wenn er hier positioniert ist. Dazu gehen wir so vor, dass wir zunächst einmal einen Pad vorverzinnen. Das heißt, wir nehmen den Lötkolben, verzinnen mal einen Pad vor, das heißt, wir
führen die Wärme zum Pad zu, gehen mit dem Lötzinn zu, fahren mit dem Zinn und mit dem Lötkolben weg und schon haben wir das erste Vorverzinnt. Anschließend nehmen wir nun das SMD-Bauteil, positionieren es und dann nun mit dem Lötkolben das SMD-Bauteil anlöten. Mit dem Zinn, wo wir bereits vorverzinnt haben. Fahren es mit dem Lötkolben weg und schon haben wir das Bauteil positioniert. Und nun müssen wir das Bauteil auch noch von der anderen Seite anlöten. Das heißt, wir führen nun von dieser Seite Hitze zu und löten es anschließend hier an. Dieselben Techniken sind dabei zu beachten. Wir müssen die Hitze sowohl auf das Bauteil als auch auf das Pad nachher bekommen. Und schon haben wir unser erstes SMD-Bauteil angelötet. Nun möchte ich ein paar fortgeschrittenere Löttechniken demonstrieren. Ich möchte nun vorführen, wie man hier einen IC in SMD-Bauweise hier anlötet. Und hierfür möchte ich nun Flussmittel verwenden. Wir haben Flussmittel auch hier im Laborbetrieb. Das heißt, falls jemand Interesse hat, kann er auch gerne selber probieren, mit dem Flussmittel zu experimentieren. Aber prinzipiell es ist wichtig zu verstehen, dass das Flussmittel auch bereits im Lötzinn als sogenannte Seele eingearbeitet ist. Weil wir benötigen das Flussmittel, weil diese metallischen Oberflächen hier, die oxidieren die ganze Zeit. Schaut jetzt ein bisschen aus wie eine Sauerei, aber man kann ruhig ein bisschen mehr Flussmittel verwenden, das ist kein Problem. Und dieses hilft uns nun beim Löten. Was wir wieder machen, wir können den ersten Pad immer wieder vorverzinnen. Das heißt, wir fahren hier hin und verzinnen das erste Pad vor. Dann nehmen wir unser Bauteil, positionieren dieses Bauteil richtig. So, und löten nun den ersten Pin fest. Anschließend löten wir nun von der gegenüberliegenden Seite diesen Pin an. Und schon kann dieser IC nicht mehr verrutschen. Jetzt ist er fest. Nun müssen wir nur noch die restlichen Pins anlöten. Dazu können wir jetzt uns auch verschiedenen Lötspitzen bedienen. Das heißt, es ist ja nicht die einzige Lötspitze, das heißt, wir können das hier nun ausschalten und wir können diese Lötspitze auch entfernen. Das heißt, wir können hier herfahren und anziehen, dann ist die Lötspitze entfernt und können auch hier eine weitaus kleinere, dünnere Lötspitze verwenden. Achtung, dass es immer noch ein bisschen heißer ist. Wir können den hier anstecken und schon könnten wir nun mit einer dünneren Lötspitze fortfahren. Ich möchte es aber dennoch demonstrieren, wir brauchen jetzt gar nicht diese dünne Lötspitze, sondern für solch große Bauteile reicht eigentlich auch die dicke Lötspitze, die breitere Lötspitze. Und nun können wir beim Anlöten, gibt es noch einen weiteren Trick, wir können nun unsere Lötspitze vorverzinnen, das heißt, wir geben vorher schon ein bisschen Lötzinn drauf. Dadurch vergrößern wir ein bisschen die Oberfläche und wir schaffen es leichter, die Hitze nun auf den Pin zu bekommen. Gehen wir vorsichtig ran und löten nun alle Pins an. So, und wie gesagt, einmal löten soll nicht länger als 2 Sekunden dauern. So, und somit hätten wir nachher hier unseren IC angelötet und mit Hilfe des Flussmittels, was ganz einfach ohne dass wir jetzt da 2 Pins miteinander verlötet haben, aus Versehen. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, wenn man nachher gelötet hat, also wenn man jetzt oft hat man noch leichte Zinnrückstände auf der Lötspitze drauf und man reinigt nachher immer den Lötkolben hier bei diesem Metallschwamm. Das heißt, man fährt einfach rein, putzt ein bisschen die Lötspitze ab und steckt danach einfach wieder rein. So, nun möchte ich noch gerne vorführen, was passiert, wenn man etwas
schlecht oder falsch gelötet hat. Also wie können wir nun so eine Verbindung wieder auftrennen? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich verursache mal bewusst eine falsche, schlechte Situation. Also wir schauen uns hier wieder unsere WC an und jetzt sagen wir, wir haben aus Versehen jetzt da an zwei Pins miteinander verlötet. Das heißt, ich habe jetzt bewusst zu viel Lötzinn drauf, dass wir jetzt beide miteinander verlötet haben. Und jetzt hätten wir hier einen Kurzschluss zwischen den beiden Kontakten verursacht. Und die erste Möglichkeit wäre, wir haben hier diese Absaugpumpe, das ist eine Entlötpumpe, die können wir hier befestigen. Und wenn wir auf den Knopf drücken, zieht er noch an das überschüssige Lötzinn noch an rein. Das heißt, ich könnte jetzt hier, kann ich die beiden, also diese schlechte Lötstelle aufheizen, saugen an und schon haben wir hier das überschüssige Lötzinn entfernt und jetzt haben wir auch gleich wieder eine schöne Verbindung erhalten. Gegebenenfalls können wir auch diese Pins nun wieder nachlöten. Methode 2 ist die sogenannte Entlötlize. So, jetzt wieder bewusst hier zwei Pins anlöten und verursache hier einen Kurzschluss. Und jetzt habe ich hier diese Entlötlize. Das ist quasi ein Kupfergeflecht, welches bereits in Flussmittel getränkt wurde. Das heißt, wir schneiden hier das ab, damit wir hier wieder ein frisches Ding haben. Damit wir die gute Lötlize haben. Leider sind unsere Seitenschneider schon alle ein bisschen stumpf. Und nun können wir hier diese Entlötlize saugt sich nun mit diesem Lötzinn an. Wir sehen, das Zinn ging jetzt nun in die Entlötlize. Wir haben hier nun wieder zwei schöne Kontakte und können gegebenenfalls noch den oberen hier nachlöten. Das heißt, hier der obere Pin gehört noch ein bisschen nachgelötet. So, und schon hätten wir auch diese Stelle bereinigt. So, und nun kommen wir zur eigentlichen Laborübung selbst. Am Arbeitsplatz findet man so ein Sackerl mit voller Bauteile vor, also entweder bereits am Arbeitsplatz oder man bekommt sie vom Tutor noch und ausgehändigt. Und das Erste, wenn wir diese Sackerl erhalten ist, wir schauen uns die ganzen Bauteile an und kontrollieren, ob alles stimmt und ob alles richtig vorhanden ist. Das heißt, wir leeren das aus und passen auf, dass dabei nichts verloren geht und sortieren das alles einfach mal schön. Also wir haben hier zunächst einmal unsere Platine, unsere Printplatte, auf der werden wir nachher alles bestücken. Wir haben hier eine Anschlussklemme, die lege ich weiter weg, die brauchen wir erst später. Dann haben wir hier Leuchtdioden, also wir haben hier Leuchtdioden in verschiedenen Farben. Also es gibt Bauteilsäcke, das sind alle Leuchtdioden in Rot, ein paar nur in Grün, ein paar in Gelb. Ich habe jetzt hier eins hergerichtet mit allen verschiedenen Farben. Die lege ich dabei hier unten her. Dann haben wir hier SMD-Widerstände, also das sind die Widerstände hier für als unsere Vorwiderstände für unsere Leuchtdioden. Da sind 10 Stück drinnen, aber wir brauchen nur 7 Stück davon. Dann hier haben wir einen Keramikkondensator, das ist hier der C2, den legen wir gleich dorthin. Dann haben wir hier ein paar Widerstände, da müssen wir noch schauen, welchen Wert die haben. So, hier in diesem Gehäuse haben wir unseren MOSFET. Dann haben wir hier einen Taster. Den Taster legen wir auch hier hin. Hier haben wir einen Pinheader, einen Steckverbinder, mit dem wir nachher messen werden. Wir haben hier zwei Elektrolytkondensatoren, zwei ELKOS, die wir zum Entkoppeln unserer ICs verwenden. Also das haben wir hier der C4 und hier haben wir der C6. Die sind gepolt, muss man aufpassen. Dann haben wir hier zwei Dioden. Okay. Der dickere hier, der ist normalerweise eh aufgeschrieben, das ist der 1N4007. Den verwenden wir hier für unseren Verpolschutz. Und das ist hier die andere Diode, die 4148, die wir nachher hier verwenden. Wir haben hier unsere beiden ECs und auch zwei Sockeln dazu. Also die Idee ist, dass man den EC nachher hier beim Sockel befestigt. Also die haben ja unterschiedliche Anzahl an Pins, also den können wir nachher befestigen, dann können wir auch nachher wieder entfernen. Das heißt, die sind auch hier beschriftet, das heißt, wir können hier lesen, okay, eine ist der 4017, das ist hier diese EC-Baustein, der andere ist der 4093, das ist hier dieser EC-Baustein.
Dann haben wir die zwei Socken dazu. Dann haben wir hier noch weitere SMD-Bauteile, zwei Keramikkondensatoren mit XMR Dielektrikum, die werden zum Entkoppeln und RC verwendet, also C3 und C5. Dann haben wir noch weitere Widerstände. Hier haben wir einen Tantal-Elektrolytkondensator, also das sind Aluminium-Elektrolytkondensatoren, das ist der Tantal-Elektrolytkondensator, auch in SMD-Bauweise, der ist hier unser C1 und Lötzinn bereits abgeschnitten. So, jetzt haben wir hier noch einige Widerstände und am besten ist, wir messen einmal die Widerstände, damit wir mal diesen einen Wert zuordnen können. Am Arbeitsplatz finden wir hier auch ein Multimeter. Das haben wir hier. Und mit dem Multimeter können wir nun den Wert der Widerstände bestimmen. Also wir könnten das auch mit einer Widerstandstabelle herauslesen, aber ich messe das am liebsten immer. Das heißt, wir stellen hier auf das Widerstandssymbol, auf das griechische Omega, können nachher hier messen, also drei Stück. Ich vermute mal, das sind die 820 Ohm für die Vorwiderstände der LEDs. Okay, wir haben jetzt 680 Ohm gemessen statt 820. Das kann schon mal passieren, dass vielleicht ein paar alternative Bauteile einsortiert werden. Es ist klar zuordnenbar als Vorwiderstand für die LEDs und die LED wird trotzdem leuchten, auch bei diesem Widerstand. Das ist kein Problem. Dann haben wir hier 470 Kiloohm, genau, 470 Kiloohm, das ist hier unser R2, 4,7 Ohm, das verwenden wir hier bei unserem Verbolschutz, 1 Megaohm, der ist hier unser R5, und dann bleiben hier nur noch die 2,2 Kiloohm übrig. Genau, 2200 Ohm, perfekt. Man muss nur aufpassen beim Messen, dass man natürlich nicht mit seinem eigenen Finger hier mitmisst, dann verfälscht man natürlich das ganze Ergebnis. So, und jetzt geht es ans Bestücken. Und dabei gehen wir immer so vor, vom kleinsten Bauteil bis zum größten Bauteil. Das heißt natürlich, dass wir mit den SMD-Bauteilen beginnen müssen. Diese befinden sich hier. Also wir haben, hier haben wir unsere Vorwiderstände der LEDs. Wir haben hier noch unseren Tantal-Kondensator. Und hier haben wir unsere beide E-Couple Capacitors für unseren ICs, für unsere ICs. Und hier haben wir noch drei Testpads, wo man das Löten von SMD-Bauteilen vorher noch üben kann. Genau aus diesem Grund sind 10 SMD-Widerstände enthalten, obwohl wir hier nur 7 brauchen. Das heißt, wir beginnen nun mit diesem Bauteil als erstes, mit unseren SMD-Widerständen. Ich komme ein bisschen näher zur Kamera. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Widerstände verlieren. Also als erstes, wir schalten unseren Lötkolben ein, stellen unsere gewünschte Temperatur ein, 330 Grad Celsius, achten dabei, es steht drauf in use, das heißt, der ist gerade aktiv, er ist nicht auf sleep. Es kann nämlich passieren, dass aufgrund von diesem Draht, dass er vielleicht im Sleep-Modus ist, dann man merkt das sofort, da das Lötzinn nachher nicht schmilzt, wenn das im Schlafmodus ist, jetzt funktioniert es einwandfrei. Und wir beginnen damit, zunächst einmal die Pads vorzuverzinnen. Das heißt, ich mache gleich hier diese beiden als erstes, die beiden R15 und R11. Verzinnen wir beide vor. Dann schnappen wir uns zwei Widerstände. Das heißt, mit der Pinzette kann ich das hier runterziehen. Schnappen wir beide Widerstände. Hoffe, dass sie dabei nicht verloren gehen. So. Und wir löten sie so auf, dass am besten schön sauber, damit man die Schrift noch lesen kann. Jetzt beginnen wir hier nun mit dem R15. Das heißt, wir positionieren den, löten den hier an, Lötkolben weg und der ist schön positioniert. Den zweiten Widerstand möchte ich gerne, dass die Schrift in dieselbe Richtung schaut. Das heißt, so, aufheizen, weg. Und beide sind angelötet. Jetzt löten wir sie noch auf der anderen Seite an. Achten dabei, damit sie schön gerade sitzen. Der Lötkolben soll hier einen guten Kontakt haben. Sehr schön. Funktioniert es auch recht gut. Also diese SMD-Bauteile, die wir hier verwenden, sind in
in der 1206 Ausführung. Andere SMD-Bauteile sind oft deutlich kleiner, 08, 05, 06, 03. Aber für unsere Laborübung hier im Labor sind die eine perfekte Größe für den Anfang. Es gibt übrigens zwei verschiedene Arten von Pinzetten. Also diese ist hier so gebogen, andere Arbeitsplätze haben gerade Pinzetten. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich mag immer gerne diese gebogenen Pinzetten. Geht aber mit beiden gleich gut. So, okay, das war jetzt nicht die sauberste Arbeit, aber die Bauteile halten. So, wie wir sehen, wir haben noch drei Bauteile übrig. Dieses können wir hier am Anfang verwenden, um SMD-Löten zu üben. Damit wir die jetzt nicht wegschmeißen, ich löte sie einfach trotzdem rauf. Kann hier vielleicht auch nochmal vorführen, wie das hier mit dem Flussmittel funktionieren würde. Das heißt, dieses Flussmittel wird von den Tutoren ausgehändigt. Wir haben leider nicht für jeden Arbeitsplatz hier Flussmittel sofort zur Verfügung, aber wir können hier einfach bei einem Pads, da haben wir hier jeweils ein bisschen Flussmittel rauf, können wir jeweils wieder eine Seite vorverzinnen. Mit zusätzlichem Flussmittel geht das deutlich leichter, das merkt man auch. Passt. Aber wie gesagt, diese drei Widerstände haben jetzt überhaupt keine Funktion, die sind rein zum Üben hier. Am besten beginnt man, wenn man noch ein bisschen unerfahren mit dem Löten ist, beginnt man am besten hier mit diesen drei Widerständen. Okay. Welche SMD-Bauteile haben wir noch? Wir haben jetzt noch unsere Kondensatoren, die haben wir hier. Also wir haben zwei XMR Decoupled Capacitors hier für C5 und für C3. Wir gehen gleich vor, wir dann die vorverzinnen. Da kann man sich natürlich jetzt überlegen, verzinne ich jetzt vorher den Ground Pad vor, also das ist hier dieser, der nach außen hin dieses Kreuz hat. Ich verziehe immer gerne das Ground Pad vor, das braucht immer ein bisschen mehr Hitze. Auch hier ist nicht mit Ground verbunden, es ist Geschmackssache, mit welchem man vorverzinnt. Jetzt habe ich hier die zwei Kondensatoren. Muss ich aufpassen wieder, dass ich keinen verliere. So, da. Jetzt gibt es noch ein weiteres SMD-Bauteil. Das ist hier unser Kondensator C1, die 10 Mikrofarad. Das ist jetzt in einer größeren Bauform. Ich glaube, das ist 2412, also doppelt so groß wie die anderen Bauteile. Und jetzt müssen wir aufpassen. Diese Elektrolytkondensatoren, die sind gepolt, das heißt, die hat eine Kathode und eine Anode. Das heißt, es ist wichtig, dass wir den richtig einlöten. Und hierfür sehen wir hier auf der Platine, haben wir ein Plus als Markierung gesetzt. Und jetzt Achtung, das ist hier ein Spezialfall. Tantalkondensatoren, also die Bauteile haben hier immer eine Markierung, damit man erkennt, wo Plus und Minus ist. Und bei Tantalkondensatoren ist hier, wo der Strich ist, ist Plus. Das ist andersherum wie bei diesen normalen Aluminium-Elkos. Der hat hier extra einen Streifen, wo Minus draufsteht. Also das ist hier der Minuskontakt. Aber bei der Tantal ist dort, wo die Markierung ist, Plus. Ganz wichtig. Das Anlöten funktioniert ganz gleich. Wir verzinnen ein Pad vor. Nehmen nun unseren Kondensator. Wie gesagt, der Strich gehört zum Plus. Und löten den hier fest. Ja, das war jetzt nicht ganz so sauber. Können wir noch ein bisschen nachlöten. So, bis das Bauteil schön auf der Platine anliegt. So, und das auch von der anderen Seite noch anlöten. Wie gesagt, die Lötspitze soll möglichst gut Bauteil und Lötpad aufheizen. So, jetzt haben wir unsere SMD-Bauteile alle befestigt. Als nächstes müssen wir uns überlegen, welches Bauteil wäre am nächstgrößten. Ich würde jetzt hier mal diese Diode nehmen. Die ist sogar kleiner als der Tantal-Elko. Der kommt hier hin. Und hier müssen wir wieder aufpassen. Die Diode hat ebenfalls eine Markierung für Plus und Minus. Und hier, dieser schwarze Strich, zeigt an, dass wir auch hier quasi das Minus haben. Das heißt, wir tun das jetzt mit den Finger wieder
entsprechend verbiegen. Stecken den hier rein. So. Dann wenden wir die Platine. Und löten nun dieses Bauteil an. So. Das heißt, wieder mal, ich habe die Pads extra groß designt, dass man hier gut mit dem Lötkolben zum Pad kommt und auch zum Anschlussdraht. Wir positionieren uns so, damit wir die Hitze schön hinbekommen. Lötzinn dazu. Lötzinn weg. Lötkolben weg. Das gleiche noch einmal. Hitze hinzufügen, Lötzinn dazu, Lötzinn weg, Kolben weg. Und das Bauteil sollte nun schön angelötet sein. Wir können dann auch hier noch die Anschlussdrähte hier abzwicken und dabei achten, dass wir nicht das Zinn wegzwicken. Und leider sind halt manche Seitenschneider nicht mehr so scharf. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz so angenehm, das abzuzwicken. So, die nächsten Bauteile wären die Widerstände. Das heißt, am besten nehmen wir mal die Vorwiderstände, die drei Stück. Wir können die hier jetzt entfernen, also von diesen Klebedings entfernen. Dann biegen wir die Widerstände. So, 1, 2, 3. Und jetzt schaue ich auch immer, dass die alle in dieselbe Richtung zeigen, damit es schön sauber ausschaut. Das sind jetzt hier die Widerstände R12, 13 und R14. Jetzt haben wir hier die Widerstände rein. Es kann immer sein, dass aufgrund eines Kleberückstandes kann es sein, dass es immer ein bisschen schwieriger zunächst zum Reindrücken ist. So, sind die drei hier schon positioniert. Wir können hier gleich den R5 am besten mitlöten. Was ist denn der R5 für einen Widerstand? Das ist der mit 1 Megaohm. Das ist hoffentlich dieser. Werden wir daran schon sehen, ob es der richtige war oder nicht. So. Und beim Löten sollte man sich generell immer schön Zeit lassen. Wichtiger ist, dass die Schaltung funktioniert und es geht nicht um Schnelligkeit. Denn ein Bauteil wieder auszulöten, bedarf deutlich mehr Zeit, als wenn man es gleich von vornherein konzentrierte die Arbeit erledigt hat. Dann säubere ich hier nochmal die Lötspitze und zwicke nun hier die Pins ab. Die zwicke ich immer gern einzeln ab, also nicht so abzwicken, weil dann hat man hier eine gewisse... Dann schneidet man das schief an und belastet den Anschluss mechanisch, sondern ich zwicke die immer gerne einzeln ab. Also diese Sekunde habe ich auch noch. So könnte man natürlich auch zwei gleichzeitig abzwicken. Kann man machen. Aber ich zwicke, wie gesagt, immer gerne alle einzeln ab. So. So, dann haben wir hier, was man hier auch schön erkennt, ist jetzt da. Wenn man eine richtige Menge an Lötzinn verwendet und wenn das Bohrloch ausreichend gut ist, dann verzinnt sich das Zinn vom unteren Pad hier nach oben. Darum ist es hier jetzt oben auch verzinnt. Also das erkennt man hier bei R12, 13 und 14, erkennt man schön, dass das Lötzinn sich nach oben hin verzinnt hat. Das merkt man auch beim Löten. Also wenn ich das Zinn hinzuführe, dass noch ein kurz dieses Lötzinn auf die andere Seite hinübergesaugt wird. Hier beim R5 zum Beispiel, diesen habe ich hier nicht sauber hier angelötet. Hier habe ich fast ein bisschen zu wenig Lötzinn verwendet oder habe ein bisschen zu schnell gearbeitet. Denn hier schaut es eigentlich ganz sauber aus. Vielleicht war ich hier ein bisschen zu schnell unterwegs. Und hier hat sich das Lötzinn nicht nach oben hin verbunden. Das ist aber kein großes Problem und dieses löten wir auch nicht nach, sondern wir lassen es einfach so. So, jetzt haben wir noch ein paar Widerstände mehr. Hier haben wir 470 Kiloohm für R2. Müssen wir mal zuerst R2 finden auf der Platine. Die ist hier. So, wieder Lötkolben heranführen, Lötzinn hinzufügen, Lötzinn weg, Kolben weg.
Hitze, Lötzinn hinzu, Lötzinn weg, Kolben weg. Und das dauert 2 Sekunden. So, der war jetzt nicht sauber, das ist ein bisschen wenig Lötzinn. Können wir noch ein bisschen nachlöten, das ist auch kein Problem. So, dann zwickt man die wieder ab. Dann haben wir noch einen Widerstand und dann haben wir noch hier gleich die nächste Diode. Dann machen wir zuerst den Widerstand. Aber wir können gleich beide hier, sind sehr ähnlich groß, das können wir aber nicht beide gleichzeitig machen. Also hier haben wir zunächst diese Diode und hier auch diesen Widerstand. Bei der Diode wieder aufpassen, die ist wieder gepolt. Oh, boah, hätte ich fast die Diode verloren. So, hier, sie hat wieder hier eine Markierung, einen Strich. Und hier, diese muss ich hier mit diesem Strich hier decken, damit ich weiß, also der Strich zeigt, hier ist Minus. Wie ich weiß, bei der Diode hier, wo Anode und Kathode ist, also hier Kathode, kann man sich so merken, weil man hier ein K lesen kann. Und biegt man entsprechend. Draht ist ein bisschen dicker, der Anschlussdraht. So. Und dann löten wir diese beiden Bauteile noch an. Und auch hier kennt man wieder, das Lötzinn hat sich schön nach oben hin verzinnt. So, welches Bauteil ist am nächsten dran? Welches ist auch noch klein? Ich würde sagen, der Taster wäre ein heißer Kandidat dafür oder auch dieser Kondensator. Egal, beginnen wir einfach mit dem Taster. Den können wir hier nicht schief einlöten, denn so passt er nicht rein, der passt nur so rein. Da muss man ein bisschen andrücken bei einem Taster. So, damit der reinpasst. So. Also dann braucht man ein bisschen Feingefühl, um den schön reinzudrücken. Und dann können wir jetzt hier anlöten. So, ich tue es ein bisschen vorverzinnen, damit ich ein bisschen besseren Kontakt schaffe. So, da braucht man ein bisschen mehr Lötzinn, weil das Bohrloch so groß ist. Jetzt haben wir auch den Taster angelötet und wir erkennen auch hier, hat sich das schön nach oben hin verzinnt. Vor allem, weil hier diese Bohrlöcher so groß waren. Dann haben wir hier noch diesen Kondensator. Den knipse ich am besten hier ab. Diese hier ist symmetrisch, also da muss ich jetzt nicht darauf achten, wie ich den einlöte, das ist hier unser C2. Das heißt, der kommt hier rein. Löten wir den jetzt hier an. Der Grund, weshalb man immer zuerst die kleinen Bauteile und erst nachher die großen einlötet, ist halt jener, dass es halt leichter ist von der Handhabung her. Ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt die ICs einlöten. Und also die ICs, die Idee ist es, dass wir den Sockel einlöten, weil wir können hier den Sockel einlöten. Dann ist es egal, in welche Richtung. Ah, das ist falsch, das ist dieser Sockel hier. Also die Idee ist, wir löten hier 2 Sockel ein, hier und hier. Löten die fest und am Ende geben wir auch nachher hier diese ICs nachher dazu rauf. Das hat vor allem Gründe für die experimentelle Arbeit, damit man schnell die ICs austauschen kann. Aber ich spare mir jetzt hier die Sockel und möchte mir ein paar Cent sparen und ich löte die ICs gleich direkt ein. Das könnt ihr auch gerne gleich direkt einlöten, wie gesagt, das ist ein bisschen Geschmackssache. Wichtig ist natürlich, wenn man jetzt direkt den IC einlötet, dass man hier auf die Polarität achtet. Also wir erkennen hier beim IC vor allem hier diese DIP-Packages, Dual Inline Package, die haben hier so eine Einkerbung, eine Vertiefung und diese habe ich jetzt hier auch hingezeichnet. Wenn man nicht jedes Bauteil hat diese Einkerbung und in diesem Fall schaut man dann, wie gesagt, man schaut hier auf die Schrift und unten links ist nachher Pin 1. Das heißt, und hier auf der Platine sehen wir hier die Markierung und hier noch eine weitere Markierung. Hier ist es in Form eines Striches
Oft ist es hier auch ein Punkt oder ein Stern oder ein Pfeil, um den Pin 1 zu markieren. Und somit weiß ich, dass er genau so herkommt. Diese sind immer meistens ein bisschen nachzubiegen, weil der passt jetzt so nicht rein. Das muss man jetzt ein bisschen mit Fingerspitzengefühl biegt man das jetzt ein bisschen zurecht. Also, dass man diese Pins zusammenbiegt. Dann steckt man den hier durch. Ich habe schon wieder den falschen. Dieser gehört hier hinein. So. Auch auf dieser Seite, wie gesagt, das muss man ein bisschen vorsichtig arbeiten, damit man jetzt keinen Pin abreißt. So. Nochmal schauen. Ist der eh richtig eingelötet? Ich kann die Schrift hier lesen. Hier ist die Markierung für Pin 1. Der hat auch hier ein anderes Lötpad, ein viereckiges Lötpad, um das nochmal darauf hinzuweisen, warum der sitzt hier richtig drin. Dann wendet man das. Und hier geht man meistens so vor, man lötet zunächst zwei äußere Pins. Also ich nehme hier gleich Pin 1. Und dann hier gleich hier den letzten Pin auf der gegenüberliegenden Seite. Und schon lässt sich dieses Bauteil nicht mehr verschieben. Und deshalb können wir die restlichen Pins alle einlöten. Wir kontrollieren am besten nochmal, ob der eh schön auffliegt, das Bauteil. Ja, hätte ich vielleicht auch ein bisschen schöner machen können, aber für dieses Video sei es drum. Und jetzt löten wir einfach hier alle Pins an. Wir können hier schnell vorgehen. Nächster Pin. Auch das Lötpad habe ich hier nicht rund, sondern oval gemacht, dann kann man ein bisschen besser mit dem Lötkolben hier das anlöten. Und damit wir mehr Fläche hier beim Anlöten schaffen. Auch hier erkennt man, dass wieder bei ein paar Pins hat sich das schön nach oben gezogen, das Lötchen. Nicht bei jedem, weil ich jetzt auch nicht so sauber gelötet habe. Und auch die Bohrlöcher jetzt vielleicht auch ein bisschen kleiner sind. Dann nehmen wir gleich den nächsten IC. Auch hier sehen wir die Markierung. Hier ist die Markierung, dass es der Pin 1 ist. Die Beschriftung ist so drauf. Und können wir den hier jetzt einsetzen. Ich würde es vorschlagen, wir nehmen jetzt als nächstes hier den MOSFET. Das ist hier bei diesem Gehäuse ein bisschen lustig. Die Pins sitzen alle sehr eng beieinander und deshalb zeichnet man das so, dass man einen Pin ein bisschen wegschieben muss, den mittleren Pin, damit sie überhaupt das mechanisch mit den Bohrlöchern schon ausgeht. Darum müssen wir das jetzt ein bisschen mit den Fingern, wieder ein bisschen mit Gefühl das verbiegen. Dann achten wir hier auf die, damit wir das richtig einsetzen. Also, dass wir das nicht falsch herum einsetzen. So. Dann drücken wir hier noch ein bisschen an. Aufpassen, damit wir ja nicht die Pins abpressen. So, das reicht schon. Der kann ruhig ein bisschen hier in der Luft stehen, das ist kein Problem. Und hier ist natürlich ein bisschen, kann es ein bisschen schwieriger zum Löten sein, weil hier sind auch die Lötpads ein bisschen schmaler, ein bisschen kleiner. Darum ist es schwieriger, die Hitze schön auf das Pad zu bekommen. So, und auch unser MOSFET ist nun angelötet. Dann würde ich vorschlagen, wir löten unsere Pinheader an, also unsere Steckverbinder. Sind unsere Messpunkte. Das ist halt immer eine Schwierigkeit bei den Pinheader oft, dass man die sonst zu schief anlötet. Und das ist aber auch ein bisschen mit Gefühl. Das hier schön platzieren. Löten mal den ersten Pin hier an. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Sitzt das Bauteil gut? Ich würde sagen, das sitzt einigermaßen hier im rechten Winkel. Das können wir lassen. Sonst, falls nicht, könnten wir das nochmal heiß machen und nochmal verschieben.
Ich mache das immer gern mit den Fingern, aber hier muss man immer aufpassen, dass man sich dabei selbst nicht brennt, weil es ziemlich heiß ist. So, ja, das passt gut. Jetzt können wir auch die anderen Pins alle anlöten. Passt, haben wir auch jetzt diesen Pinheader drauf. Als nächstes, jetzt haben wir nur noch die LEDs und die beiden Elkos übrig. Die Elkos mache ich am liebsten zum Schluss, die sind ziemlich hoch. Machen wir uns jetzt die LEDs. Auch hier, es handelt sich um Dioden. Wir haben Anode und Kathode. Man erkennt es auch, dass die Pins unterschiedlich lang sind. Ich vergesse dann meistens immer, welche jetzt die Kathode und welche die Anode ist. Ich achte auch immer gerne hier auf das Gehäuse. Das Gehäuse ist hier auf einer Seite abgeflacht. Und auch hier habe ich das hier angedeutet, beim Silkscreen, dass man dass hier eine Seite abgeflacht ist. Das heißt, wir, also beim Siebdruck auf Deutsch. Das heißt, ich beginne hier einfach mal mit der Palette. Jetzt kann ich mir hier ein schönes Muster legen, falls man verschiedene Farben hat, sonst überall gleich. Aber ich lege hier einfach mal oben vier rote Pins. Oh, der hat hier ein bisschen anders aus. Genau, dann gibt es halt solche LEDs. Die haben oft hier solche kleine Wupsalas, damit sie immer in der Luft stehen. Ist natürlich jetzt blöd, weil das schaut jetzt blöd aus, wenn jetzt die schon am Boden liegen und dieses nicht. Darum zwicke ich das vorher ein bisschen ab, damit die alle schön aufliegen. Muss man natürlich jetzt aufpassen, hier auch beim Anlöten sind die Drähte schon ziemlich kurz. Mal schauen. Und hier noch eine LED. So, immer darauf achten, damit sie richtig herum eingelötet werden. So, Achtung, dann drehen wir sie vorsichtig um, damit uns die LEDs nicht rausfliegen. Und eine ist rausgeflogen. So, ich löte mal überall einen Pin an, können wir nachher schauen, ob der eh schön sitzt. Ach, das ist jetzt natürlich ziemlich schwierig zu löten. Also, falls bei euch eine LED dabei ist, die diese blöden Wupsala hat, könnt ihr natürlich einfach zum Tutor gehen und er oder sie wird nachher entsprechend eine andere LED nachher zur Verfügung stellen. Okay, jetzt sehen wir, dieses ist die beiden äußeren, okay, der sitzt schön auf, aber die anderen drei LEDs fliegen ein bisschen. Das heißt, ich mache das jetzt so, ich halte diese Platine, heize dort das Zinn wieder auf und mit meinem Finger drücke ich das nachher hinein. Und dann müssen wir ein bisschen schnell vorgehen, weil sonst wird das heiß bei den Fingern. Machen das hier heiß, drücken das rein und schon liegt das sauber auf. Auch hier machen wir das, wir drücken ein bisschen rein, fahren mit Lötkolben hin. So, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich könnte jetzt versuchen, ich könnte es entweder wieder auslöten, also das Equipment zum Auslöten erhalten wir ebenfalls bei unseren Tutoren, beziehungsweise ich versuche jetzt einfach ein bisschen mehr Lötzinn zu verwenden und drücke das ein bisschen rein. Mal schauen, ob sich das was bringt. Jawohl, jetzt liegt er auch schön auf. Und deshalb können wir überall die anderen Pins anlöten. So, übrigens, man sollte vielleicht auch seinen Kopf nicht immer zu nahe am Lötgeschehen halten, weil es passieren immer wieder ein paar kleine Spritzer da vom Flussmittel, die weggehen und nicht, dass etwas ins Auge geht. Und vor allem hier dieses Lötzinn, zum Beispiel, welches ich verwende, enthält auch Blei, dass man auch nicht vielleicht zu viel davon einatmet. Passt, dann säubere ich nochmal die Lötspitze, schauen wir das an. Ich bin zufrieden damit und knipse dann jetzt hier wieder diese Pins ab. So. Boah. Muss man auch beim Abknipsen aufpassen, damit nichts ins Auge geht. So. Passt. Okay, wir legen wieder das Muster. Das Lötzinn wird auch schon knapp, also auch Lötzinn erhalten wir bei unseren Tutoren noch Nachschub. Nehmen wir jetzt einfach mal grüne LEDs. Achten wir darauf, dass wir sie richtig herum einlöten, also so, dann machen wir hier 1, 2, 3. Und wie gesagt, das Muster könnt ihr euch selber legen, falls ihr verschiedene farbige LEDs habt. Wichtig ist nur zu wissen, der Unterschied zwischen den LEDs ist nicht nur die Farbe des Kapsels,
sondern das sind verschiedene Halbleiterelemente, die hier beim Dotieren verwendet werden. Das heißt, es ist nicht das Gehäuse, welches die Farbe der Leder ausmacht, sondern wirklich die Zusammensetzung. Ja, mal schauen, ob sich das rausgeht mit so viel Lötzinn. Was vielleicht noch wichtig beim Löten ist, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt, wichtig ist, dass es beim Erkalten des Lötzinns, dass wir diese Platine in Ruhe lassen, dass wir nicht zu viel bewegen, weil das könnte sonst zu kalten Lötstellen führen. Okay, jetzt haben wir noch zwei LKs. Hier und hier. Und hier müssen wir wieder auf die Markierung achten. Also LKOS hat eine hohe Kapazität, ist aber polarisiert. Das heißt, wir müssen hier achten, die Markierung zeigt den Minuspol an. Ist auch hier beim Streifen ist auch ein Minus zu sehen. Hier bei der Platine sehen wir ebenfalls ein Plus, was zeigen soll, hier ist der Pluspol, beziehungsweise wo ist der, hier ist der andere LKOS, hier ist Plus. Das heißt, wir stecken das so rein, dass Minus auf die andere Richtung zeigt. Einmal so rein und hier ebenfalls einmal so rein. So, und jetzt da habe ich schon so viel Dreck am Arbeitsplatz, dass ich nicht mehr erkenne, was ist hier Lötzinn und was ist hier ein Anschlussdraht. Ich glaube, das war mein Lötzinn. Ja, das fühlt sich nach Lötzinn an. Mal schauen, ob sich das ausgeht mit diesem Lötzinn noch. Ja, Nummer 1 und hier löten wir auch einmal an. Ah, das ist schon ziemlich gefährlich. Ich glaube, ich hole mir einen weiteren Lötzinn. Also wie gesagt, das Lötzinn bekommt man nachher bei den Totoren vorne. Das kann man sich einfach runterreißen. So, jetzt sind wir fast fertig. Es fehlt nur noch unser Anschlussdraht, also wir haben doch hier diesen Anschluss. Wichtig, rot ist Plus, schwarz ist Minus. Minus ist Ground. Das heißt, es ist auch hier bei der Platine beschriftet. Wir haben hier 9 Volt Plus, ein Plus-Symbol und hier steht auch Ground. Und hier gibt es noch zwei zusätzliche Bohrlöcher, die dienen zur mechanischen Entlastung. Das heißt, wir fadeln da jetzt diese Leitung rein, also bei beiden Löchern. Und knicken sie da oben um und löten es noch so an. Also hier diese Spitzen sind bereits vorverzinnt, das heißt, wir müssen jetzt diesen Draht nicht nochmal separat anlöten. Also beim Blitzendraht tut man oft immer die Spitzen noch an vorverzinnen. Hier sind sie bereits vorverzinnt. So, auch hier die zweite Seite. Ach, wie. So. Können wir ein bisschen so zurückziehen, damit es schöner ausschaut. Also das dient zur mechanischen Entlastung, weil das Problem ist, wenn man die direkt anlötet, dann bewegt man oft dieses Kabel hin und her und irgendwann wird der Kontakt immer schlechter. Dann hat man irgendwann einen Wackelkontakt und irgendwann reißt es ab. Dann lassen wir es einfach nochmal so. Jetzt löten wir diese auch noch hier an. Achtung, dass wir mit dem Lötkolben nicht hier an die Isolierung unserer Anschlussdrähte herankommen, weil sonst schmilzt es. Ah, hier sieht man das sogar. Hier hat die Hitze bereits dieses Kunststoff angeschmolzen. Da sieht man, das schaut hier nicht mehr so sauber aus. Dazu müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Aber wie gesagt, wichtig ist Rot plus Schwarz minus. Und somit hätten wir unsere Platine fertig gelötet. So, jetzt wo wir das fertig gelötet haben, ist der nächste Schritt. Wir gehen mit dieser Platine, mit unserer Arbeit, zu unseren Tutorinnen. Und die machen zunächst eine optische Beurteilung der Platine. Das heißt, sie schauen sich die Lötstellen an, wurde sauber gelötet oder nicht. Und anschließend kommt der Funktionstest. Das heißt, wir haben hierfür eine 9 Volt Blockbatterie. Wie gesagt, ist auch bei unseren Tutorinnen. Die stecken es an. Und jetzt bin ich natürlich selber ein bisschen aufgeregt, ob dieser Prototyp funktioniert. Und wir sehen, wir haben ein Blinklicht gebaut. So, jetzt da, wo wir mit unserer Lötarbeit fertig sind, also die Batterie bleibt dann bei unseren Tutorinnen, kommt einer der wichtigsten Teile, einer der wichtigsten Aspekte als Elektroniker,
einen sauberen Arbeitsplatz zu halten. Das heißt, wir sehen jetzt hier, haben wir ein ziemliches Chaos hinterlassen. Und nun geht es darum, dass wir dieses Chaos beseitigen. Also wir schalten zunächst auch hier den Lötkolben ab. Das heißt, dass wir hier nicht unnötig Strom verbrauchen. Falls ich die Sockel nicht verwendet habe, gebe ich sie den Tutoren zurück. Dann haben wir uns wieder 20 Cent gespart. Und dann machen wir hier sauber. Das heißt, es ist auch bitte Teil der Mitarbeit, immer einen sauberen Arbeitsplatz hier zu halten. Denn wichtig ist, den Arbeitsplatz dann so zu hinterlassen, wie man ihn auch selber gerne vorfinden möchte. Das heißt, sammeln wir hier unsere ganzen Reste zusammen. Bitte nicht einfach auf den Boden schmeißen, sondern wir sammeln die hier auf. So, jetzt ist es wieder schön sauber. Und vorne an der Tür, haben wir noch einen Müllkübel, wo wir noch hier unseren Müll noch entsorgen gehen. Schauen wir uns nun an, wie wir unsere Schaltung nun testen und vermessen können. Dazu schauen wir uns zunächst einmal hier unsere Laborumgebung an. Das heißt, wir haben hier zunächst einmal unsere Spannungsversorgung, unser DC Power Supply. Wir haben hier ein Oszilloskop. Hier haben wir einen Funktionsgenerator, den wir aber nicht verwenden bei unserer Laborübung. Und hier haben wir den Lötkolben, den wir bereits kennengelernt haben. Am besten schalten wir einfach mal alle Geräte ein. Und wichtig ist auch schon mal zu erwähnen, alles, was jetzt hier in diesem Video gesagt wird, ist stark vereinfacht. Und diese Informationen beziehen sich explizit auf unsere Laborübung. Schritt 1, wir wollen unsere Schaltung versorgen. Das heißt, wir können hier bei dieser Spannungsversorgung, können wir hier diese Knöpfchen aufdrehen und können dann hier mit einem zweiten Clips, also wir befestigen hier mit der Hilfe eines zweiten Clips hier unsere Schaltung, und können diesen nachher hier anhängen. Hier muss man ein bisschen mitdenken. Achtung, indem wir hier einen zweiten Clips verwenden, vertauschen wir Rot und Schwarz miteinander. Das heißt, damit wir eine richtige Polarität gewährleisten, müssen wir nun Schwarz auf Rot und Rot auf Schwarz hängen. Wir müssen aufpassen, bevor wir unsere Schaltung anhängen. Wir wissen nicht, was der vorherige Nutzer hier konfiguriert hat. Und dadurch könnten wir unsere Platine, unsere Schaltung irreversibel beschädigen. Sprich, wenn wir jetzt hier auf Output 1 drücken, da würden sofort 24 Volt anlegen. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst einmal die Spannungsquelle einzuschalten, bevor wir die Schaltung anhängen, und können hier nachher die Spannung konfigurieren. Alternativ könnten wir natürlich auch so vorgehen, das heißt, jetzt ist das wieder die Spannungsversorgung getrennt. Wir könnten hier auf Display drücken, würden dann sehen, welche Spannung konfiguriert ist, und stellen zuvor die gewünschte Spannung ein, in unserem Fall 9 Volt. Und wenn wir dann jetzt nun auf Output 1 drücken, haben wir die Spannung dann richtig konfiguriert. Hängen wir nun die Schaltung an, das heißt hier Rot auf Schwarz und Schwarz auf Rot. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Oft haben hier dieser Draht hat hier oft keinen guten Kontakt, keinen guten elektrischen Kontakt hier zu unserer Spannungsversorgung. Dann könnte immer wieder vorkommen, dass jetzt unsere Schaltung nicht funktioniert. Machen wir am besten einen kurzen Test. Wir schalten nun hier die Spannungsversorgung ein, drücken jetzt hier auf den Taster und wir sehen, das Blinklicht funktioniert. Eine wichtige Funktion, auf die ich noch unbedingt hinweisen möchte, ist die Strombegrenzung. Diese können wir hier einstellen, wenn wir auf Limit drücken. Also wir drücken hier auf Limit, sehen hier, wir haben eine Strombegrenzung von 1 Ampere konfiguriert. Das ist ein ziemlich hoher Wert für den Strom. Deshalb stellen wir jetzt nun hier diesen Strom um. Sagen wir einfach, wir nehmen 100 mA oder 90 mA, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wichtig ist, falls sich jemand mehr damit beschäftigen möchte, mit unserer Spannungsversorgung, meine Kolleginnen und Kollegen haben bereits hier ein eigenes Video dazu produziert. Nun haben wir besprochen, wie wir unsere Schaltung versorgen können. Nun geht es ans Messen. Dazu verwenden wir hier unser Oszilloskop, welches ein Spannungsmessgerät ist, welches aber zum großen Unterschied zum Multimeter die Spannung über die Zeit aufträgt. Damit wir eine Spannung messen können, benötigen wir sogenannte Tastköpfe.
dieses Tastkopf, dieser Tastkopf hier, ist über ein Koaxialkabel mit diesem Anschluss verbunden. Und diesen verbinden wir jetzt nun mit dem Oszilloskop. Das ist hier so ein Art Drehverschluss. Und indem wir jetzt im Uhrzeigersinn drehen, haben wir nun den Tastkopf hier gut angeschlossen. Auf unserer Schaltung haben wir nun mehrere Messpunkte. Verwenden wir einfach mal Messpunkt 1, abgekürzt mit MP1. Das heißt, wir können hier an dem Tastkopf hier dran ziehen, dann kommt dieser Haken raus und mit diesem Haken greifen wir nun das Signal ab. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Anschluss, die sogenannte Erdklammer. Und diese Erdklammer hier stellt unsere Referenz dar. Und diese Referenz hängen wir meistens an Ground. Auch in unserer Laborübung hängen sie wie an Ground. Hierzu habe ich hier zwei Messpins zur Verfügung gestellt. Also hier die beiden untersten Messpins sind für die Ground Connection. Daher hängen wir den hier am untersten Pin an. Hat einfach den Grund, damit wir hier nicht unbeabsichtigt hier einen Kurzschluss mit einem anderen Pin verursachen. Das ist so der Standard-Messaufbau. Natürlich mit Zusatzequipment könnten wir natürlich auch den Strom messen, aber in unserem Fall, wir verwenden einen einfachen Tastkopf. In diesem Fall messen wir die Spannung immer gegen das Masterpotential vom Oszilloskop. Natürlich, man muss dazu erwähnen, es gibt ein gewisses Zusatzequipment, damit wir nachher zum Beispiel auch eine Strommessung durchführen können. Es gibt auch sogenannte Differential Probes, damit wir auch wirklich eine Spannung differenziell messen können. Aber in diesem Standardbeispiel schließen wir immer, wir messen das Signal mit dem Tastkopf und die Erdklemme hängen wir immer an Ground. Und nun schauen wir einfach mal, was passiert. Also ich drücke jetzt auf den Taster und da schauen wir einfach auf das Oszilloskop an, was wir jetzt messen werden. Und wir erkennen, immer wenn ich den Taster drücke, also ich drücke jetzt nochmal den Taster, geht hier dieses gelbe Signal nach oben. Also ich drücke nochmal drauf und wir sehen, das Signal geht nach oben. Das heißt, es passiert schon mal was am Oszilloskop, wir messen etwas und nun geht es darum, das Oszilloskop richtig zu konfigurieren. Wie bereits erwähnt, das Oszilloskop hat die Besonderheit, wir können hier eine Spannung über die Zeit messen. Das heißt, die erste wichtige Einstellung wäre hier die Zeitkonfiguration. Diese ist zurzeit auf 100 Mikrosekunden pro Division eingestellt. Eine Division ist das englische Wort hier für so ein Kästchen. Das heißt, wir haben hier 10 Kästchen auf der X-Achse aufgetragen und von einem Kästchen zum nächsten Kästchen vergehen 100 Mikrosekunden. Wenn wir uns aber unsere Schaltung anschauen und hier schauen, wie das blinkt, erkennen wir eigentlich, dass wir mit 100 Mikrosekunden sind wir zu weit im Signal reingezoomt. Das heißt, wir können eigentlich gar nichts sehen, was jetzt im Detail passiert. Das heißt, wir verwenden hier den oberen Drehknopf, wo Horizontal steht, und drehen den und konfigurieren nun auf eine möglichst sinnvolle Zeiteinstellung. Also wenn ich jetzt ein bisschen weiter rauszoome zeitlich, jetzt haben wir 2 Millisekunden, jetzt haben wir 5 Millisekunden pro Division, jetzt haben wir 50 Millisekunden pro Division, dann erkennt man schon ein bisschen mehr. Okay, machen wir mal 200 Millisekunden pro Division. Dann sieht man jetzt auch schon eigentlich, wie die Spannung hier verläuft. Also wir erkennen, das Signal geht immer von links nach rechts. Und wenn ich jetzt den Taster drücke, sehen wir, da passiert wieder was. Gehen wir vielleicht noch einmal ein Stückchen weiter raus auf 500 Millisekunden pro Division. Und jetzt, wenn wir draufdrücken, sehen wir, okay, hier, wenn ich den Taster betätige, lädt sich der Kondensator C1 auf. So viel zur ersten Einstellung, die Zeiteinstellung. Die zweite wichtige Konfiguration ist hier die Y-Achse, nämlich die Skalierung der Spannung. Wir erkennen hier ebenfalls, wir haben zurzeit 5 Volt pro Division eingestellt, das heißt, von Kästchen zu Kästchen haben wir eine Auflösung von 5 Volt. Das heißt, wir haben hier auch 10 Kästchen auf der Y-Achse. Wir versorgen unsere Schaltung mit 9 Volt. Somit macht es auch Sinn, dass wir vielleicht ein bisschen weiter reinzoomen. Das heißt, wir nehmen hier zum Beispiel 2 Volt pro Division. Somit haben wir zwischen zwei Kästchen eine Auflösung von 2 Volt. Wir sehen jetzt hier, genau hier in der Mitte haben wir jetzt unsere Nulllinie. Das heißt, hier haben wir 0 Volt. Jetzt drücke ich auf den Taster drauf. Und was erwarte ich mir jetzt nun? Wir versorgen die Schaltung mit 9 Volt. Das heißt, wir werden jetzt nun hier auf 9 Volt nach oben gehen. Jetzt betätige ich den Taster. Und wir erkennen, das Signal geht darüber hinaus, weil wir haben 2 Volt pro Division eingestellt. Und somit haben wir hier oben 8 Volt, aber es geht auf 9 Volt hinaus. Das heißt, wir können hier noch diese Nulllinie ein bisschen weiter nach unten verschieben. Das kann ich hier mit diesem Drehknopf hier bewerkstelligen. Das heißt, ich drehe hier ein bisschen noch
gegen den Uhrzeigersinn im mathematisch positiven Sinn. Und das erkennen wir hier, das Ganze geht ein bisschen nach, mit nach unten. Somit haben wir quasi diese Nulllinie weiter nach unten gesetzt. Zum Beispiel jetzt genau auf diesen Strich jetzt. Das heißt, würde ich jetzt wieder draufdrücken auf den Taster, wenn wir erkennen, wir werden jetzt 2, 4, 6, 8, so auf diese Höhe werden wir jetzt dann ansteigen. Ganz genau. Somit haben wir schon eine ganz schöne Darstellung hier erreicht. Die dritte wichtige Konfiguration ist die Triggereinstellung, also neben der Zeiteinstellung und der Auflösung in der Y-Achse mit der Spannung ist auch die Triggerfunktion eine sehr wichtige Option. Weil wir erkennen, das Signal geht immer von links nach rechts, aber es wäre ganz geschickt, wenn wir jetzt ein stehendes Bild erreichen würden oder vielleicht ein besser kontrolliertes Bild. Das heißt, wir können hier mit der Triggerfunktion können wir hier nach oben, nach unten verstellen. Also wir können hier anhand eines eigenen Strichs erkennen wir, dass wir den nach oben und nach unten drehen können. Und am besten führe ich das einmal vor, was das jetzt genau macht. Also ich stelle ihn hier auf 5 Volt ein und kann jetzt nun den sogenannten Single Shot aktivieren. Also ich drücke hier auf Single Shot und jetzt sehen wir zunächst einmal kein Bild am Oszilloskop. Wenn ich jetzt aber auf den Taster drücke, dann wird jetzt das gelbe Signal auf 9 Volt ansteigen. Das Oszilloskop erkennt somit eine sogenannte steigende Flanke. Es erkennt, dass hier das Signal ansteigt, über diese 5 Volt, wo ich den Trigger-Level gesetzt habe, hinaus. Und daher wird jetzt genau diese steigende Flanke hier in der Mitte des Oszilloskopsbilds nachher abbilden und wird nachher von hier aus das Bild aufzeichnen. Also ich betätige nun den Taster. Und wir sehen, genau an dieser Stelle hat es getriggert, weil hier überschreiten wir diese 5 Volt und deshalb haben wir hier genau in der Mitte des Oszilloskopsbilds das Bild aufgezeichnet. Vielleicht möchte ich kurz demonstrieren, was passiert, wenn ich jetzt den Trigger umkonfiguriere. Ich könnte also, wenn ich hier auf Trigger drücke, kann ich hier auch weitere Optionen durchführen. Also wir können hier die Quelle ändern, das ist jetzt Kanal 1, weil wir haben ein Zweikanal-Oszilloskop. Werden wir gleich sehen, was eine Zweikanalmessung bedeutet. Aber wir können hier auch die Flankenrichtung konfigurieren. Das heißt, jetzt haben wir auf eine steigende Flanke getriggert, wir können aber auch auf eine fallende Flanke triggern. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf eine fallende Flanke trigger, wartet das Oszilloskop ab, bis er diese 5 Volt, wo wir diesen Triggerpegel eingestellt haben, unterschreitet, eine fallende Flanke sieht und wird das Signal dann dort hier in die Mitte des Oszilloskopsbilds noch entlegen. Ich erhöhe vielleicht ein bisschen hier diesen Triggerpegel auf 6,5 Volt. Und schauen wir einfach uns an, was jetzt passieren wird. Ich drücke jetzt wieder auf Single, um einen Single Shot durchzuführen, betätige nun den Taster, warten kurz und jetzt erkennen wir, genau an dieser Stelle unterschreitet das Signal mit einer fallenden Flanke hier diesen Trigger-Level von 6,5 Volt, deshalb setzt er das Signal hier in die Mitte des Bildes. Wir können jetzt nun wieder auf eine steigende Flanke konfigurieren. Also nochmal machen wir einen Single Shot, drücken den Taster und sehen wieder hier, wir haben auf eine steigende Flanke getriggert. Ähnlich, wo wir den Spannungspegel von 0 Volt nach unten verschoben haben, können wir jetzt auch im Zeitbereich das Signal nach links verschieben. Das heißt, dazu gibt es hier einen weiteren Drehknopf. Neben dem Horizontal-Drehknopf, wenn wir daran drehen, verschieben wir nun das Signal nach links. Sprich, wenn ich jetzt nochmal einen Single Shot performe, und jetzt den Taster betätige, dann haben wir hier auf dieser Seite nun, also wo er triggert, wird er genau hier nachher mit dem Signal beginnen aufzuzeichnen. So viel zu den Grundkonfigurationen des Oszilloskops. Nun schauen wir uns an, wie wir eine sogenannte Zweikanalmessung durchführen können. Das heißt, wir haben hier jetzt nun auch einen zweiten Tastkopf. Diesen können wir nun ebenfalls hier im Oszilloskop anschließen. Und diesen müssen wir nun aktivieren, indem ich hier auf den Nummer 2 drücke, also auf den Kanal 2, Channel 2. Somit ist auch dieser aktiv. Also wir haben jetzt einen zweiten Tastkopf. Mit dem können wir ebenfalls hier eine Messung durchführen. Ich hänge den einfach mal hier auf den Messpunkt 2 hin, also MP2. Da muss man ein bisschen aufpassen, damit man nicht versehentlich einen Kurzschluss macht. Wir haben hier noch eine zweite Erdklammer. Und die hängen wir am besten hier zur ersten Erdklammer dazu. Und nun müssen wir auch das Oszilloskop noch entsprechend konfigurieren. Ich drücke hier mal auf Run, also wenn es hier rot ist, heißt das, das Bild ist eingefroren. Wenn ich hier nochmal drauf drücke, dann
ist es grün und das Signal wird wieder von links nach rechts aufgezeichnet. Und nun konfiguriere ich den Kanal 2, bevor ich die nächste Messung durchführe. Zum Beispiel wäre eine geschickte Einstellung, wenn ich hier auch die Auflösung in der Spannung gleich konfiguriere auf 2 Volt pro Division und nun auch dieses Signal hier auf dasselbe, also hier dieses das Nullpegel ebenfalls nach unten verschiebe, wo ich das gelbe Signal beginnt. Wir triggern weiterhin auf den Kanal 1, erkennt man auch daran, dass hier dieses T in gelb dargestellt wird und schauen wir nun an, was passiert, wenn wir einen Single Shot durchführen. Also ich drücke hier wieder auf Single und betätige nun den Taster. Und nun erkennen wir hier in gelb das Signal wie zuvor. Hier habe ich den Taster noch gehalten, hier habe ich den Taster losgelassen. Wir sehen hier, der Kondensator C1 entlädt sich zu diesem Zeitpunkt und parallel dazu sehen wir hier in grün den Kanal 2, den Messpunkt 2. Wir können jetzt hier, nachdem wir das Bild eingefroren haben, können wir jetzt auch ein bisschen reinzoomen und das Signal ein bisschen genauer analysieren. Also wir erkennen hier, der steigt hier ebenfalls an, nachdem wir den Taster betätigen. Das Signal steigt nun an auf einen gewissen Pegel. Das ist jetzt nun die obere Schwellspannung unseres Schmidt-Trigger-Eingangs. Dann entlädt sich der Kondensator wieder bis zur unteren Schwellspannung, lädt sich auf, entlädt sich auf, entlädt sich. Und wenn wir jetzt das hier ein bisschen anschauen, zeitlich erkennen wir, dass hier dieser Ladevorgang immer weiter sich noch verzögert. Vielleicht eine spannende Frage wäre jetzt zum Beispiel, welchen Spannungspegel haben wir hier? Dazu können wir zum Beispiel die Cursor verwenden. Also ich kann hier auf die Cursor drücken. Dann erhalte ich hier 4 Cursor, 2 in der X- und 2 in der Y-Richtung. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier kann ich zeitlich mit der X-Cursor was messen. Mich interessiert jetzt zum Beispiel, wie hoch dieser Spannungspegel ist. Das heißt, ich kann hier einen Y-Cursor auf diese Höhe legen, wo hier die Spannung, das grüne Signal noch die untere Schwellspannung hat. Ich kann auch noch den zweiten Cursor hier auswählen. Platziere den dort, wo die obere Schwellspannung sich befindet und könnte hier somit mehr oder weniger händisch herauslesen, wo jetzt diese Schwellspannungspegel sich befinden. Also in diesem Fall die obere Schwellspannung bei 5,4 Volt und die untere bei 3,4 Volt. Hier wieder der wichtige Hinweis, mein Kollege der Dominik hat bereits ein sehr gutes Video zu Oszilloskopen gemacht. Am besten schaut euch dieses Video an, falls euch mehr für Oszilloskope interessiert. Aber nun schauen wir uns in diesem Video genauer an, wie wir weitere Messungen durchführen können. Zum Beispiel, wir können jetzt an einem Messpunkt eine zweite Spannungsquelle nachher anhängen. Das heißt, die Idee wäre nun, wir hängen hier am Messpunkt 1, hängen wir eine zweite Spannungsquelle an. Das heißt, hier hängen wir eine Spannungsquelle an gegen Ground, um somit weitere Experimente durchführen zu können. Aber unserem DC Power Supply können wir hierfür eine zweite Spannungsquelle anhängen. Dazu schalte ich mal die erste Spannungsquelle wieder ab. Nehme hier zu, nämlich hier noch 2 Messleitungen sowie eine Abgreifklemme. Ich hänge hier mal den Oszilloskop, die Tastköpfe ab. Und nun haben wir gesagt, wir möchten am Messpunkt 1 würden wir gerne die zweite Spannungsquelle nachher anhängen. Das heißt, wir haben hier den zweiten Output. Am besten schauen wir uns gleich an, was hier eingestellt ist. 0 Volt, okay, da sind wir auf der sicheren Seite. Hängen nun hier eine Messleitung an. Hängen hier unsere Abgreifklemme an. Also mit dieser Abgreifklemme können wir hier direkt unseren Messpunkt nachher hier abgreifen. Das heißt, hier am Messpunkt 1 hängen wir unsere Klemme an. Natürlich, damit der Stromkreis geschlossen ist, müssen wir auch hier was anhängen. An diesen Minusanschluss hängen wir am besten direkt hier mit dem anderen Minusanschluss zusammen. Was wird nun passieren? Also wir haben jetzt hier die Spannungsquelle, eine zweite Spannungsquelle angelegt. Somit wird dieser Kondensator die ganze Zeit geladen, also ohne dass wir den Taster drücken, wird dieser Kondensator geladen und somit wird das Lauflicht die ganze Zeit durchleuchten. Bevor wir nun das jetzt einschalten,
ist immer eine Frage, Best Practice wäre hier immer, sich zu überlegen, in welcher Reihenfolge schalte ich die Spannungsquellen ein. In unserem Fall ist es sicherer, zunächst Output 1 einzuschalten, somit versorgen wir die ganze Schaltung mit 9 Volt und erst im Anschluss schalten wir Output 2 ein. Wir werden im Verlauf des Videos auch noch verstehen, weshalb es so wichtig ist, in welcher Reihenfolge wir unsere Schaltung mit Spannung versorgen. Erhöhen wir nun die Spannung hier an Messpunkt 1, werden wir gleich erkennen, also ich erhöhe nun die Spannung, sind wir 1 Volt, 2 Volt, das erkennen wir hier, beginnt einmal die LED anzuleuchten. Erhöhen wir nun die Spannung weiter, erkennen wir, dass nun die Schaltung zum Oszillieren beginnt. Das heißt, das Lauflicht ist nun wieder in Betrieb, ohne dass wir den Taster drücken. Interessant wäre es zum Beispiel auch herauszufinden, mit welcher Frequenz blinkt nun unsere Schaltung. Dazu können wir wieder hier einen Tastkopf nehmen und können nun die Frequenz messen. Wenn wir jetzt die Frequenz messen wollen, können wir uns natürlich auch überlegen, an welchem Messpunkt wollen wir die Frequenz messen. Verwenden wir hier zum Messpunkt 2 oder Messpunkt 3? Und ganz spannend ist es, wenn wir den Tastkopf an Messpunkt 2 anhängen, vielleicht erkennt man das auch im Video, werden wir gleich erkennen, dann ändert sich die Blinkfrequenz unserer Schaltung. Also ich werde jetzt hänge ich den Tastkopf an und jetzt da leuchtet es ein bisschen langsamer, es blinkt ein bisschen langsamer. Wenn ich ihn weg tue, blinkt es wieder ein bisschen schneller. Langsam, schnell. Langsam, schnell. Der Grund dafür ist, dass wenn wir mit dem Tastkopf Messpunkt 2 messen, beeinflussen wir auch zugleich unseren Messaufbau. Denn wer misst, misst, misst. Unsere Schaltung, unser Messgerät hat hier einen Innenwiderstand von 10 Megaohm und diese 10 Megaohm beeinflussen somit auch die Funktionsweise unserer Schaltung. Ich führe jetzt nun eine Messung hier in MP3 durch. Die Erdklammer hänge ich wieder an Ground an. Am Oszilloskop erkennen wir hier, es ist rot, das Bild ist noch eingefroren, hier haben wir noch unsere letzte Messung drauf. Drücken wir hier auf Run, um unsere Messung wieder zu starten. Ich verwende jetzt nur einen Kanal, also durch hier den zweiten Kanal hier wieder deaktivieren, damit uns nicht weiter verwirrt. Wir können hier auch die Cursor wieder deaktivieren, die brauchen wir nun auch nicht, sondern wir sehen hier am Oszilloskopbild sehen wir das Signal von Messpunkt 3. Wir konfigurieren unser Oszilloskop jetzt natürlich wieder, damit wir hier ein schönes Bild erhalten. Es wäre zum Beispiel ganz nett, wenn das Bild möglichst stabil am Oszilloskop dargestellt wird. Dazu drücke ich jetzt hier nun auf diesen Knopf, um hier den zeitlichen Versatz wieder auf 0 zu stellen. Der Trigger ist hier auf steigende Flanke konfiguriert. Und nun können wir anhand des Abstands, des zeitlichen Abstands unseres Signals hier am MP3, immer wenn hier dieses Signal von VDD auf Ground gezogen werden, können wir hier die Frequenz ablesen. Hierzu können wir wieder die Cursor verwenden oder wir können die Measure-Funktion verwenden. Wir drücken hier auf Measure und schon zeigt uns hier automatisch die Frequenz an. Wir können aber, falls diese Frequenz hier nicht dargestellt wird, also in diesem Fall sind es 13 Hertz, wir können hier draufdrücken und sehen hier noch weitere Möglichkeiten, was wir mit unserem Oszilloskop alles messen können. Zum Beispiel könnten wir sagen, wo liegt das Minimum und wo liegt das Maximum und erhalten somit hier auch noch weitere Messwerte. Was passiert nun, wenn wir die Spannung an MP1 erhöhen? Also ich erhöhe nun die Spannung auf zum Beispiel 9 Volt. Dann erkennen wir hier bereits am Lauflicht, dass sich die LEDs nun schneller durchblinken. Also wir erkennen nicht nur visuell mit unserem Auge, dass sich die Blinkfrequenz unserer Schaltung sich erhöht, sondern wir sehen dies auch am Oszilloskop. Zu guter Letzt vielleicht noch das Multimeter. Auch zum Multimeter haben meine Kollegen bereits ein gutes Video erstellt. Also falls euch dafür mehr interessiert, schaut euch bitte dieses Video an. Vielleicht in einer ganz kurzen Zusammenfassung. Mit dem Multimeter können wir verschiedenste Größen messen. Wir können hier die Spannung messen, Gleichspannung, Wechselspannung. Wir können hier auch den Widerstand messen, aber für unsere Laborübung relevant ist hier eine Strommessung. Und wichtig, ein Ampermeter schalten wir immer in Serien unsere Schaltung rein, nicht parallel, in Serie. Wie schaut das dann in etwa aus? Also wir gehen hier zu unserem Messaufbau wieder. Ich stecke am besten mal wieder alles ab. Und nun möchte ich jetzt
Dieses Ampermeter möchte ich gerne jetzt in Serie dazu reinschalten. Das heißt, eine Vorgehensweise wäre jetzt, ich trenne hier eine Verbindung auf. Und stattdessen hänge ich jetzt nun in Serie unser Ampermeter. Ein Anschluss kommt hier immer auf den COM-Anschluss. Und jetzt bei der Strommessung müssen wir jetzt nun hier uns für einen der beiden Messbereiche jetzt entscheiden. Best Practice wäre, wenn wir nicht wissen, welchen Strom wir erwarten, dass wir hier auf 10 Ampere anschließen und hier nicht auf 300 mA. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Also wir hängen hier bei 10 Ampere den Anschluss an. Und damit wir uns Ampermeter in Serie eingebaut haben, müssen wir nun mit unserer Klemmprüfspitze auch hier noch das Signal abgreifen. Und somit ist das Ampermeter in Serie eingebaut. Und nun können wir unsere Schaltung wieder versorgen. Also wir aktivieren hier wieder Output 1, 9 Volt liegen an. Ich betätige den Taster und kann hier nun einen Strom messen. Wir messen nun hier einen Strom von 0,01 Ampere. Das ist derselbe Wert, der jetzt hier an unserer Spannungsversorgung angezeigt wird. Das Problem bei dieser Anzeige ist jedoch die Auflösung. Das ist eine ziemlich ungenaue Auflösung. Und damit wir jetzt hier eine bessere erhalten, gehen wir so vor, dass wir hier unseren Messbereich ändern und hier umstecken auf den unteren Anschluss, wo 300 mA stehen. Und somit ist auch die Anzeige, was wir jetzt hier sehen, in mA. Das heißt, ich aktiviere nun wieder den Output, drücke nun auf den Taster und nun sehen wir, es fließt ein Strom von 7,6 mA. Zum Abschluss möchte ich jetzt vielleicht hier noch ein anderes Oszilloskop und eine andere Spannungsversorgung kurz herzeigen. Dieses Oszilloskop kennzeichnet sich dadurch, dass es hier ein Touchscreen besitzt. Das heißt, wir können hier mit Hilfe des Touchscreens Konfigurationen tätigen. Wir starten am besten hier mit Default Setup wieder. Und das Erste, was ich jetzt hier auch noch gleich zeigen möchte, ist, bei vielen Tastköpfen lässt sich hier das sogenannte Teilungsverhältnis einstellen. Also wenn wir hier auf 1 fahren, haben wir ein Teilerverhältnis von 1 zu 1. Wenn wir hier auf 10 gehen, haben wir ein Teilungsverhältnis von 10 zu 1. Also wir haben somit einen 10 zu 1 Tastkopf, was bedeutet, dass wir hier in unserer Probe 9 Megaohm haben und einen weiteren Megaohm hier in unserem Oszilloskop. Damit wir aber hier die Anzeige richtig vollführt, müssen wir dem Oszilloskop auch mitteilen, welches Teilungsverhältnis wir verwenden. Dieses Teilungsverhältnis lässt sich dann immer in den Kanaleinstellungen konfigurieren. Also wir gehen hier auf 1, gehen hier auf die Probe und können hier nachher sagen, wir haben hier ein Teilungsverhältnis von 10 zu 1. Dann versuchen wir jetzt wieder eine Messung durchzuführen. Wir messen nun hier abermals Messpunkt 3, versorgen uns unsere Schaltung hier mit 9 Volt. Wenn wir jetzt nun hier den Taster drücken, dann funktioniert wieder unser Blinklicht. Nun tätige ich nun bei Einstellungen im Oszilloskop, damit wir hier das Signal wieder schön sehen. Das heißt, wir tun hier wieder Zeit- und Spannungsauflösung konfigurieren. Und wichtig, wir müssen hier auch den Triggerpegel richtig setzen, weil wir sehen hier wieder, das Signal bewegt sich von links nach rechts. Wenn ich den Trigger hier aber richtig reinpositioniere, erhalten wir hier ein stehendes Bild. Mit Hilfe der Measure-Funktion, also wir messen hier wieder 47 Hertz. Was vielleicht noch ganz interessant ist, weil es mir hier gerade auffällt, wenn wir hier weiter reinzoomen, sehen wir, dass das Signal hier ein bisschen unerwartet sich verhält. Die Frage ist es jetzt ein Messfehler oder ist es tatsächlich so, wie sich die Schaltung verhält? Wir messen eine Peak-Peak-Spannung von 10,5 Volt, also eine höhere Spannung, als wir unsere Schaltung versorgen. Die Frage ist natürlich, ist es realistisch oder nicht? Und die kann ich beruhigen, das ist jetzt ein Messfehler, denn wir können unsere Probes auch immer kalibrieren. Also das ist hier ein kapazitiver Spannungsteiler. Und wenn ich hier nun die Probe entsprechend kalibriere mit Hilfe eines Schraubendrehers, aber wenn wir das hier richtig konfigurieren, dann halten wir hier eine schöne Peak-Peak-Spannung von 9 Volt. Das heißt, wenn wir auch hier wieder rauszoomen, werden wir erkennen, dass auch wir hier nicht mehr diese komischen Zacken nachher hier bei unseren Flanken haben. Ebenfalls interessant ist die Frage, was würde passieren, wenn wir nun die Spannung an MP1 weiter erhöhen? Also jetzt haben wir 9 Volt und haben eine Frequenz von 47 Hertz. Jetzt erhöhen wir die Spannung hier weiter auf 10 Volt und wir erkennen, okay, die
Frequenz erhöht sich jetzt auf 58 Hertz. Jetzt erhöhen wir die Spannung weiter und auf einmal, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, erkennen wir hier, dass auch der Strom sich auf einmal ziemlich schnell weiter erhöht. Das heißt, wenn ich unvorsichtig hier das erhöhe, löst nun die Strombegrenzung aus und unsere Schaltung hört auf zu blinken. Zum Glück haben wir eine Strombegrenzung eingeschalten, denn würde ich das unkontrolliert fortführen, das Experiment, könnte das zu Schäden an unserem EC-Gatterbaustein nachhand führen. Also wir haben gesehen, die Strombegrenzung hat ausgelöst, weil wir hier an MP1 die Spannung erhöht haben, also auf zum Beispiel sagen wir auf 13 Volt, während wir VDD hier auf 9 Volt eingestellt haben. Warum fließt aber jetzt so viel Strom hier? Also wieso fließt hier so viel Strom? Denn eigentlich hier haben wir einen Widerstand von 470 Kiloohm, das heißt eigentlich müsste hier der Strom doch begrenzt sein, das heißt hier könnte gar nicht so viel Strom fließen. Und es ist so, dass die meisten integrierten Schaltungen, fast jede integrierte Schaltung, hat einen Schutz gegenüber elektrostatischen Entladungen. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ist eigentlich eine elektrostatische Entladung? Also ich trage jetzt sehr viel Kunststoffkleidung, ich reibe mich jetzt am Boden, habe Kunststoffschuhe an, greife irgendwo hin und dann habe ich mich kurz geschockt. Wer kennt diesen Moment nicht, wenn man nachdem auf einen Teppichboden geht? Und diese kurzen Schockmomente, welche für uns vielleicht einfach nur nervig sind, können für den IC tödlich enden. Und aus diesem Grund müssen wir unseren IC vor solche elektrostatischen Entladungen schützen. Und eine solche Schutzstruktur sehen wir auch hier im Datenblatt. Also wir sehen hier, ist diese ESD-Schutzstruktur abgebildet. Das Datenblatt sagt hier, all inputs protected by CMOS Protection Network. Schauen wir jetzt hier zum Beispiel Pin 1 an. Pin 1 hier in unserer Schaltung entspricht hier im Datenblatt hier ebenfalls Pin 1. Das heißt, ein Eingang zu unserem Schmidt-Träger und NAND-Gatter. Und auch hier wäre zum Beispiel jetzt hier diese ESD-Schutzbeschaltung. Das heißt, links kommt unser Signal von MP1 und hier rechts ist noch und hier unser Schmidt-Träger-Eingang. Was passiert jetzt? Also ich zeichne hier nochmal MP1 her. Dann haben wir hier diese ESD-Schutzbeschaltung mit diesen Dioden hier. Geht hier zur VDD und hier geht die Schaltung nach und weiter. Das Problem ist jetzt, wenn ich hier MP1 mit, wie wir gerade gesagt haben, mit 13 Volt versorgen, VDD aber mit 9 Volt versorgen, somit haben wir hier eine Spannungsdifferenz, hier haben wir 13 Volt, hier haben wir 9 Volt. Diese Diode ist somit in Durchlassrichtung, womit somit ein hoher Strom fließen kann. Und genau aus diesem Grund hat nachher auch hier unsere Strombegrenzung nachher gegriffen. Und genau aus diesem Grund ist es auch wichtig, in welcher Reihenfolge wir unsere Spannungsquellen ein- und ausschalten. Ich aktiviere nun wieder hier unsere zweite Spannungsquelle an MP1. Nun blinkt wieder unsere Schaltung hier. Und nun schalte ich zunächst Output 1 aus. Und dann werden wir erkennen, dass dafür hier abermals ein hoher Strom fließen wird. Genau aus diesem Grund, weil dann haben wir wieder eine Spannungsdifferenz, VDD ist 0 Volt, aber MP1 ist auch auf 9 Volt und somit haben wir wieder diesen Strom über diese ESD-Schutzstruktur. Ich schalte aus, 90 mA fließen, Spannung bricht ein, schalte ich auch noch aus, denn wenn ich jetzt zu lange warten würde, würde das zu einer Beschädigung unseres ICs nachher führen. Das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, der Strom fließt hier nicht nach rechts in diesem Szenario, sondern in diesem Szenario, wo wir hier eine sehr hohe Spannung einstellen würden, würde der Strom tatsächlich hier in diesen Gatterbaustein reinfließen, in die ESD-Struktur. Und genau aus diesem Grund schalten wir bitte MP1 immer als letztes ein, schalten diese aber immer als erstes aus. So, jetzt möchte ich gerne die Schaltung ein bisschen genauer erklären, also wie funktioniert die Schaltung eigentlich. Schauen wir uns hierzu unsere Schematik, also unseren Schaltplan an. Und beginnen wir mal hier oben. Was haben wir denn hier oben? Ich mache mal hier einen Screenshot, weil wir hier oben haben wir unsere sogenannte Verpolschutz. Also um genau zu sein, der Verpolschutz ist genau dieser Teil hier. Das ist unser Verpolschutz. Wir legen hier unsere
9 Volt Spannung an. Also das ist hier unsere Blockbatterie, diese 9 Volt. Und nun wird der Strom so nach oben fließen, über diesen Widerstand weiter. Sieht dann hier unsere Diode, die aber in Sperrrichtung jetzt betrieben wird. Das heißt, der Strom wird hier nicht bei der Diode runterfließen, sondern wird hier weiterfließen zu unseren Kondensatoren, zu unserem EC. Und ganz wichtig, wir haben hier VDD als Label stehen. Und wir haben auch an mehreren Stellen in unserem Schaltplan VDD als Netlabel stehen. Man muss sich das jetzt so vorstellen, dass jetzt diese überall, wo VDD steht, besteht wirklich auch eine physische Verbindung. Das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Das heißt, nicht nur hier haben wir VDD-Potenzial, sondern auch an vielen weiteren Stellen an unserer Schaltung haben wir VDD. Und somit, das ist quasi der Normalbetrieb. Genau so sollte unsere Schaltung funktionieren. Wenn wir jetzt aber auf unseren Verbotsschutz wieder eingehen wollen, wir müssen uns überlegen, was passiert jetzt, wenn wir unsere Batterie nicht so einbauen, so wie es gehört, sondern wenn wir sie aus Versehen verkehrt herum einbauen. Was passiert jetzt? Wir haben hier an der Schaltung mehrere Ground-Potenziale. Also überall, wo dieses Symbol ist, haben wir Ground. Das heißt, wir können uns wieder vorstellen, die sind alle miteinander verbunden und jetzt wird der Strom so fließen. Also der Strom wird jetzt hier nach unten fließen, geht jetzt so weiter über Ground. Jetzt sieht ihr hier diese Diode, das ist jetzt für den Strom sehr attraktiv, diesen Pfad hier nach oben zu wählen. Das heißt, der Strom geht jetzt hier nach oben weiter und er möchte seinen Stromkreis nun schließen. Sieht ihr diesen kleinen Widerstand, 4,7 Ohm, also 4R7 steht für 4,7. Fließt also nach links weiter, um seinen Stromkreis zu schließen. Und was passiert dabei genau? Also wir haben da die Diode, die jetzt in Vorwärtsrichtung betrieben wird. Und an dieser fallen jetzt, da sagen wir, 0,7 Volt ab. Das heißt, die restlichen 8,3 Volt müssen an unserem Widerstand abfallen. Welche Konsequenz hat das jetzt? Wir wissen, unsere Leistung, also Power P, ist gleich U mal I, Spannung mal Strom. Das Ohmsche Gesetz sagt jetzt, I ist gleich U durch R. Somit können wir unsere Leistungsformel umformen, dass die Leistung gleich U Quadrat durch R wäre. Das heißt, in weiterer Folge, wir haben 8,3 Volt mal 8,3 Volt, weil es also zum Quadrat, dividiert durch unseren 4,7 Widerstand, hätten wir 14,7 Watt. 14,7 Watt. Jetzt natürlich die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Und das kann man sich so beantworten, wenn man jetzt einen Widerstand kauft, hat er meistens immer auch eine Angabe zur Leistung. Und so ein typischer Widerstand ist ein Viertelwatt Widerstand. Das heißt 0,25 Watt. Das ist so ein klassischer Widerstand. Jetzt sind 14,7 Watt deutlich mehr als die 0,25 Watt. Was dann passieren wird, ist, dieser Widerstand hier wird abbrauchen. Und das ist genau das, was wir eigentlich mit diesem Verbotsschutz da erreichen. Es ist ein relativ einfacher Verbotsschutz. Wir bauen hier eine Sollbruchstelle ein, wo noch der Widerstand abbrauchen wird, wenn wir hier unsere Batterie falsch herum anschließen. Genau genommen ist es ja nicht ganz richtig. Es wird ja ein bisschen anders passieren, weil es werden hier sicher keine 8,3 Volt abfallen, sondern in Wirklichkeit wird es eher so sein, dass unsere Spannungsquelle in die Strombegrenzung gehen wird. Das heißt, wir werden hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine 9 Volt anliegen haben, sondern deutlich weniger, nämlich so viel, wie viel Strom diese Spannungsquelle liefern kann. Und das können wir bei unserem Netzteil einstellen mit der sogenannten Strombegrenzung. Das heißt, angenommen, die Strombegrenzung liegt bei 1 Ampere, dann würden hier 1 Ampere fließen, auch über den Widerstand, gehen wir noch an 1 Ampere drüber. Wenn hier 1 Ampere drüber fließen, wissen wir, dass hier 4,7 Volt noch abfallen werden.
können wir uns wieder überlegen. P ist gleich O mal I. Jetzt schauen wir uns das andersherum an. Also Ohmsches Gesetz wieder. U ist gleich R mal I. Dann wissen wir, okay, unsere Leistung, Power, ist jetzt der I Quadrat mal R. Der Strom ist jetzt 1 Ampere. 1 Ampere mal 1 Ampere mal 4,7 Ohm. Dann hätten wir da 4,7 Watt. Immer noch genügend, damit dieser Widerstand hier abgekratzt wird. Und die Spannungsquelle zeigt jetzt hier auch keine 9 Volt an, sondern die Spannungsquelle wird in diesem Fall jetzt der 4,7 Volt plus 0,7 Volt ist gleich 5,4 Volt ansagen. Okay, jetzt stellen wir aber die Strombegrenzung nicht bei 1 Ampere ein, weil es ist auch noch ein sehr hoher Wert, 1 Ampere. Wir stellen den eher bei 100 mA ein, also 100 mA. Das heißt, auch hier werden 100 mA nachher fließen. Es würden keine 4,7 Volt nachher da abfallen, sondern das waren eher 0,47 Volt. Keine 100 Ampere, sondern 100 mA. Und dann hätten wir auch hier eine andere Leistung, nämlich 100 mA mal 100 mA mal 4,7 Ohm wäre 0,047 Watt. Und das war jetzt zu wenig. Der Widerstand würde überleben. Und diese Spannungsquelle würde hier auch keine 5,4 Volt anzeigen, sondern sie würde eher, mal schauen, 0,47 Volt plus 0,7 Volt ist gleich 1,17 Volt. Also hier würden dann nur noch 1,17 Volt anlegen. Das heißt, deutlich weniger als die 9 Volt. Widerstand wird überleben. Das heißt, wenn wir Experimente machen wollen und die Strombegrenzung hier gut einstellen, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass uns dieser Widerstand hier abbrauchen wird. So, schauen wir uns jetzt da hier diesen Voltage Controlled Oscillator an. Das heißt, hier diesen Teil hier. Dazu machen wir uns wieder einen schönen Screenshot von diesem Schaltblock und fügen wir es da wieder in einer neuen Folie ein. Also, was passiert jetzt? Wir haben da einen Taster. Das heißt, also wir erinnern uns zurück, wir haben ja da VDD, das heißt, hier sind wir mit oben verbunden, das heißt, wir haben bei VDD haben wir 9 Volt. Und wenn wir jetzt hier diesen Taster betätigen, also wenn wir den nicht betätigen, ist er hier hochohmig. Wenn wir den betätigen, geht der Taster hier zu und dann haben wir hier eine niederohmige Verbindung. Das heißt, es wird zu einem Stromfluss kommen, der fließt hier runter. Und das ist natürlich die Frage, es hat der Strom drei Möglichkeiten, wie weiterfließen kann. Der kann nach links weiterfließen, der kann nach unten weiterfließen, der kann nach rechts weiterfließen. Für unsere Überlegung schauen wir uns jetzt den Stromfluss hier nach unten an. Das heißt, wir haben da jetzt da ein RC-Glied, sprich unser Kondensator. Unsere 10 Mikrofarad werden nun über den Widerstand R1 aufgeladen. Das heißt, wir können uns jetzt hier das aufzeichnen. Also wir machen da auf der X-Achse die Zeit auf der Y-Achse die Spannung. Und jetzt sagen wir, der Kondensator ist hier zum Zeitpunkt T ist gleich 0 ungeladen. Das heißt, wir haben da hier keine Spannung. Und dann betätigen wir den Taster und das können wir quasi mit Tau ist gleich RC, also mit diesem Glied, lädt sich jetzt unser Kondensator auf seine 9 Volt. Und wenn er die 9 Volt dann hat, dann wird dieser Kondensator diese Spannung halten. So lange, bis wir hier unseren Taster wieder loslassen. Das heißt, wenn wir unseren Taster loslassen, das heißt, da haben wir zum Zeitpunkt T lassen wir unseren Taster los. Dann werden wir hier hochohmig sein.
Das heißt, dann haben wir hier keine Verbindung mehr beim Taster. Der Stromfluss hier hört auf, also hier fließt kein Strom mehr runter. Und stattdessen wird jetzt nun unser bereits geladener Kondensator C1 nun sich wieder entladen. Das heißt, dieser Kondensator entlädt sich nun wieder. Und jetzt schauen wir nach oben, kann er nicht fließen, weil da ist er hochohmig. Nach links, das schauen wir uns später an, weil das wissen wir jetzt gerade nicht, weil das ist jetzt hier auf diesem Screenshot nicht drauf, weil es ist quasi ein Fragezeichen, was nach links hin passiert. Aber schauen wir uns an, was passiert, wenn der Strom hier nach rechts fließt. Der fließt hier nach rechts weiter und das sieht jetzt hier, okay, der kann jetzt zum einen nach runter weiter fließen und zum anderen nach rechts. Er wird den Stromfluss nach rechts eher präferieren, weil da der Widerstand kleiner ist. Dann fließt er nach rechts weiter und da ist ein zweiter Kondensator, ein weitaus kleinerer Kondensator mit 100 Nanofarad. Und dieser Kondensator wird jetzt sich nun ebenfalls über den Widerstand R2 laden. Überlegen wir uns jetzt auch noch weiter. Wir haben jetzt da ein Potenzial von 9 Volt anliegen. Das heißt, wir können jetzt da in einer groben Überlegung auch sagen, wir haben jetzt hier 9 Volt anliegen, wenn wir jetzt quasi den Widerstand R2 vernachlässigen. Was passiert jetzt nun hier an dieser Stelle? Es handelt sich hier um ein sogenanntes NAND-Gatter, kommen wir gleich dazu, mit Schmidt-Trigger-Eingänge. Vergessen wir mal die Schmidt-Trigger-Eingänge, die erklären wir später. Überlegen wir uns zunächst einmal ganz grob, was da passieren wird. Wir haben da bei VDD ebenfalls 9 Volt. Das heißt, wir haben jetzt an beiden Eingängen 9 Volt anliegen. Und was macht dieses Gatter nun? Dazu schauen wir uns am besten mal an, wie diese ganzen Logikgatter funktionieren. Machen wir eine kurze Wiederholung. Also der einfachste logische Gatterbaustein ist ein Inverter. Das heißt, können wir zum Beispiel so hinzeichnen. Eine alternative Möglichkeit wäre, so hinzuzeichnen. Möchte ich jetzt nicht verwenden, damit man den nicht mit einem OPV verwechselt. Das heißt, wir haben hier einen Inverter mit einem Eingang und einem Ausgang. Sagen wir einfach, der Eingang heißt A und der Ausgang heißt Y. Ein logischer Gatterbaustein ist im Prinzip ein Verstärker, der voll ausgesteuert ist und wir somit nur zwei logische Zustände erreichen können, nämlich eine logische 0 und eine logische 1. Also wir vereinfachen das Ganze auf zwei Zustände, aber in Wirklichkeit sind es ja gewisse Bereiche. Also logisch 0 ist zum Beispiel Ground und logisch 1 sagen wir es dann 9 Volt, jetzt in unserem Beispiel. Wobei logisch 1 nicht bis 9 Volt geht, sondern da gibt es wahrscheinlich irgendwie so eine Schwelle, wo man sagen, ob 4,5 Volt oder sowas schaltet er von 0 auf 1 um. So könnte man sich das ungefähr vorstellen. Wir wollen jetzt das Verhalten unseres Inverters in einer Wahrheitstabelle festhalten. Das heißt, eine Wahrheitstabelle, wir schreiben uns alle möglichen Zustände unseres Eingangs auf, also wir haben nur einen Eingang A, und dann schauen wir uns an, wie verhält sich der Ausgang, in unserem Fall Y. Welche Möglichkeiten gibt es, wie der Zustand von unserem Inverter ausschauen kann? Am Eingang kann entweder eine 0 oder eine 1 anliegen. Wie der Name schon sagt, dass der Inverter invertiert unser Eingangssignal. Das heißt, wenn wir am Eingang eine 0 haben, haben wir im Ausgang eine 1, beziehungsweise wenn wir am Eingang eine 1 haben, haben wir am Ausgang anschließend eine 0. Wobei 1 9 Volt bedeutet, in unserem Fall. Okay, wir haben jetzt aber hier haben wir jetzt keinen Inverter, sondern wir haben ein NAND-Gatter. Was ist jetzt ein NAND-Gatter? Also wir sehen einmal hier, wir haben hier diese komische Form. Das ist, zeichnen wir es jetzt hier nochmal auf. Das heißt, dieses Bauteil hier, das ist ein sogenanntes UND-Gatter. Das heißt, wir haben da die Eingänge A und B und wieder den Ausgang Y. Und wie der Name schon sagt, was wird das UND-Gatter machen? Also schreiben wir uns die Wahrheitstabelle wieder auf. Wir haben die Eingänge A und B. Die Möglichkeiten sind jetzt nun ein bisschen mehr. Also wir haben jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, wie jetzt unsere Eingänge ausschauen könnten. Und ein UND-Gatter gibt immer nur dann
eine 1 aus, wenn beide Eingänge ebenfalls eine 1 sind. Das heißt, sind beide Eingänge eine 1, haben wir auch am Ausgang eine 1. In allen anderen Fällen ist der Ausgang 0. Jetzt sehen wir aber, in unserem Schaltbild haben wir hier noch zusätzlich diesen Kreis da. Also mit dem Pfeil habe ich jetzt gerade ziemlich schief gemeint, diesen Pfeil hier. Das heißt, es ist kein Und-Gatter, kein And-Gatter, sondern es ist ein sogenannter NAND-Gatter. Also nicht und, NAND. Weil wir hier noch dieses Kreisel haben. Dieses Kreisel symbolisiert eine Invertierung. Also gleich wie hier wir beim Inverter ein Kreis haben, haben wir hier auch bei unserem Und-Gatter ein Kreisel, was es nun zum NAND-Gatter macht. Und in diesem Fall ist der Ausgang immer 1, außer wenn beide Eingänge auf 1 sind, dann erhalten wir eine 0. Drum ein Nicht-Und, ein negiertes Und-Gatter ist ein NAND-Gatter. Okay, das bedeutet jetzt da in unserem Schaltbild, wenn wir jetzt an beiden Eingängen 9 Volt haben, beziehungsweise an beiden Eingängen eine logische 1, dann haben wir hier am Ausgang eine logische 0, beziehungsweise 0 Volt Ground-Potenzial. Was dann passieren wird ist, wenn wir da 9 Volt haben und da 0 Volt, werden wir hier einen Spannungsabfall haben. Wir werden hier bei unserer Diode wird in Vorwärtsrichtung betrieben, also da werden unsere 0,7 Volt oder sowas abfallen. Und über unseren Widerstand werden nachher die restlichen 8,3 Volt abfallen. Und es kommt zu einem Stromfluss. Das heißt, der Strom wird jetzt auch hier weiter fließen. Über den Widerstand, rauf hier zum Messpunkt 3. Und jetzt ist es natürlich spannend. Ein Stromfluss ist immer geschlossen. Das heißt, der Strom kann jetzt da nicht einfach aufhören zum Fließen, sondern der Strom muss irgendwie wieder zurück von dort, wo er herkommt, in unserem Fall irgendwie zu Ground, weil über Ground kommt er wieder zu unseren Kondensatoren zurück. Wohin wird der Stromfluss nun weitergehen? Geht er wohl nach links weiter oder geht er nach rechts weiter? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns überlegen, wie schaut so ein NAND-Gatter intern aus? Das heißt, wir haben da jetzt unser NAND-Gatter. Machen wir eine neue Folie und kopieren wir uns das einmal in die neue Folie. Und so ein NAND-Gatter ist intern, also wie jeder Baustein, ist ja intern irgendwie aufgebaut. Also auch ein OPV ist ja nicht nur ein OPV, sondern ein OPV besteht ja intern aus sehr vielen Transistoren. Und auch unser NAND-Gatter besteht aus sehr vielen Transistoren. Die Frage ist nun, wie schaut das Innenleben jetzt in etwa aus? Beim NAND-Gatter ist es ziemlich einfach. Man geht das so voran, also man teilt die Schaltung oft auf in ein sogenanntes Pull-Down-Netzwerk. Also hier unten, das nennen wir das Pull-Down-Netzwerk. Und oben ein sogenanntes Pull-Up-Netzwerk. Pull-Up. Wir müssen uns jetzt fürs Pull-Down-Netzwerk uns den Boolschen Ausdruck uns überlegen, wann haben wir Y nicht? Y nicht haben wir genau nur dann, wenn A und B beide auf 1 sind. Beim Pull-Down-Netzwerk, den bauen wir immer auf mit NMOS-Bausteine. Das heißt, wir machen dort zwar NMOS in Serie und unten ein Ground. Das heißt, wir haben da ein NMOS und mit den beiden Eingänge A und B. Weil genau diese Repräsentation entspricht nun diesem Boolschen Ausdruck. Nur dann, wenn A und B, wenn an beiden eine Spannung anliegt, nur dann können wir das Signal runterziehen auf Ground-Potenzial. Darum nennt man das auch Pull-Down-Netzwerk. Also hier ist quasi unser Ausgang Y. Wir ziehen das Signal runter, wenn A und B beide auf 1 sind, auf logisch 1. Das Pull-Up-Netzwerk kann man jetzt analog dazu bauen. Wir schauen uns an, wie schaut unser Pull-Down-Netzwerk aus. Aus Serienschaltungen machen wir Parallelschaltungen und umgekehrt. Und NMOS ersetzen wir durch PMOS.
Das heißt, weil wir hier eine Serienschaltung von zwei NMOS haben, machen wir da jetzt eine Parallelschaltung von zwei PMOS. Also da haben wir einen PMOS. Da haben wir einen PMOS. Einmal mit dem Eingang A, einmal mit dem Eingang B. Den hängen wir da zusammen zu einer Parallelschaltung und den schließen wir jetzt ebenfalls da zu unserem Ausgang Y an. Oben ist es nicht Ground, sondern stattdessen haben wir da oben jetzt VDD. Und das ist jetzt unser Pull-Up-Netzwerk. Überlegen wir uns jetzt einmal durch, ob das Sinn macht. Also schauen wir uns einfach einmal die erste Zeile an. Wir sagen, an beiden Eingängen haben wir 0. Das heißt, wir haben da 0, 0 und auch oben beim Pull-Up-Netzwerk 0, 0. Wenn wir beim NMOS 0 haben, eine logische 0, heißt das, wir sind hochohmig. Das heißt, da ist ein sehr, sehr großer Widerstand. Gleichzeitig, analog dazu, bei der PMOS haben wir dafür einen sehr niederohmigen Kontakt. Das heißt, quasi ein Kurzschluss. Was dann passiert ist, das VDD kann da runtergehen zu unserem Ausgang Y. Beziehungsweise anders gesagt, wir ziehen hier das Potenzial von unserem Ausgang auf VDD über das Pull-Up-Netzwerk. Das heißt, diese Situation passt einmal. Schauen wir uns nun die nächste Situation an. A ist 0, B ist 1. Das heißt, auch beim Pull-Up-Netzwerk, A ist 0, B ist 1. 0, da sind wir sehr, sehr hochohmig. Da haben wir einen Kurzschluss, also quasi einen Kurzschluss. Beim Pull-Up analog dazu, wir haben da ein 0, das heißt, wir sind da sehr niederohmig. Da sind wir recht hochohmig. Was jetzt passieren wird, ist, der Stromfluss von VDD kann da wieder runtergehen und kann das Ausgangssignal Y wieder nach oben ziehen, zu VDD-Potenzial. Gleichzeitig, weil wir hier hochohmig sind, herrscht hier kein Kontakt zu Ground. Das heißt, auch hier stimmt es, dass der Ausgang Y1 ist, wenn wir 0, 1 am Eingang anliegen haben. Das funktioniert auch umgekehrt analog dazu. Jetzt schauen wir uns noch die letzte Situation an. Was ist, wenn wir bei beiden Eingängen eine logische 1 anlegen? Das heißt, wir haben dann hier eine 1 anliegen. Und hier ebenfalls überall 1, 1. Was jetzt passiert ist, die NMOS werden niederohmig. Auch diese werden hier niederohmig. Im Gegensatz dazu, die PMOS sind hier an beiden sehr hochohmig. Der ist sehr hochohmig, der ist sehr hochohmig. Und somit wird nun das Ausgangssignal wird jetzt hier nach hinuntergezogen auf Ground-Potenzial. Also Y ist somit 0. Und genau das ist das, was wir da in unserer Wahrheitstabelle auch festhalten. Und jetzt können wir die ursprüngliche Frage klären. In welche Richtung geht nun der Strom? Fließt er nach links weiter oder fließt er nach rechts weiter? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unintuitiv an, aber der Strom wird nach links in den Ausgang des NAND-Gatters reinfließen. Weil wir haben hier gesehen, dass der Ausgang über diese beiden NMOS auf Ground-Potenzial gezogen wird. Das heißt, wir haben hier eine direkte Verbindung zu Ground. Das heißt, wir haben auch hier eine direkte Verbindung zu Ground, wenn der Ausgang auf 0 ist. Und genau aus diesem Grund wird er nach links dann fließen. Und um jetzt den VCO besser verstehen zu können, müssen wir uns nun diese Schmidt-Trigger-Eingänge uns genauer anschauen. Das heißt, machen wir uns dazu einfach eine neue Folie und stellen wir uns einfach vor, wir haben einen Komparator. Also ein Komparator, wir haben quasi ein OPV mit zwei Eingängen. Den versorgen wir da mit VDD. Sagen wir einfach mal 5 Volt. Also wir machen daraus ein fiktives Beispiel. Gehen wir nicht auf unsere Schaltung ein. Und von VDD zu Ground. Wir haben da unseren Ausgang. Und auf den Minuseingang legen wir einfach 2,5 Volt an. Und auf den Pluseingang machen wir unseren Eingang. Und jetzt
überlegen wir uns einfach, stellen wir uns vor, wir haben da einfach irgendein beliebiges Signal. Also zeigen wir da auf der X-Achse tragen wir uns die Zeit auf und auf der Y-Achse tragen wir die Spannung auf. Und stellen wir vor, wir haben irgendein beliebiges Signal. Irgend sowas. Jetzt haben wir einen Komparator, den wir jetzt da, wo wir jetzt sagen, wir haben jetzt die 2,5 Volt. Machen wir uns da noch einen Strich. Und jetzt sagen wir einfach, der Komparator hat jetzt hier seine 2,5 Volt. Das heißt, wir sagen, da sind 2,5 Volt. Also wie wird das Ausgangssignal unseres Komparators ausschauen? Also wir zeichnen dort gleich zwei weitere Graphen auf. Also das ist hier unsere Eingangsspannung, E. Und da schauen wir uns jetzt an, der Ausgang vom Komparator, nennen wir es einfach Y. Und jetzt sagen wir, alles was unter diese 2,5 Volt ist, wird auf Ground gezogen. Das heißt, wir haben hier überall Ground. Und dann ab hier, wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann gehen wir auf die plus 5 Volt, weil wir das ja da mit 5 Volt versorgen in unserem Beispiel, gehen wir 5 Volt hoch, bis er hier wieder diese Schwelle unterschreitet. Dann geht er hier wieder runter auf 0 Volt, bis daher bleibt er auf 0 Volt. Dann geht er wieder rauf auf 5 Volt. Bis er da herkommt, beziehungsweise da haben wir gleich die nächste Schwelle. Also da geht er auf 5 Volt hoch, bleibt bei den 5 Volt, geht wieder runter auf 0 Volt und kurz darauf wieder auf 5 Volt zu gehen. Also so würde sich ein normaler Komparator verhalten. Und der Schmitt trägt das sogenannte Schwellen. Also schauen wir uns da im unteren Graphen das Ausgangssignal an, wenn wir einen Schmitt-Trigger anstelle eines einfachen Komparators verwenden. Das heißt, wir haben dort zunächst immer noch unsere 0 Volt, aber diesmal warten wir ab, bis wir hier die obere Schwelle unseres Schmitt-Trigger-Eingangs erreichen, das heißt hier, und erst dann gehen wir auf logisch high, also auf sagen wir 5 Volt, und dann warten wir ab, bis sie hier die untere Schwelle unterschreitet. Und erst dann gehen wir runter auf logisch low. Das heißt, da bleibt hier eine Spur länger auf high. Dann wieder das nächste. Erst später geht er hier wieder auf high. Und hier geht er gar nicht mehr runter auf low, weil er hier die untere Schwelle gar nicht mehr unterschreitet. Also das ist ja der Unterschied zwischen Schmitt-Trigger und einem einfachen Komparator. Das heißt, der Schmitt-Trigger hat sogenannte Schwellspannungen und erst bei Über- bzw. Unterschreiten dieser Spannung, erst dann schaltet der Komparator quasi um. Das ist jetzt dieses Symbol. Das soll euch andeuten, also könnte man sich solche Pfeile vorstellen. Hier haben wir Eingangsspannung, OE. Und da haben wir Ausgangsspannung OA, dass wir hier quasi nicht eine scharf schalten, sondern erst ab dieser Schwelle, also erst wenn wir VE da überschritten haben, erst dann schalten wir um, beziehungsweise also auch von der anderen Seite rum schalten wir es später ab. Und genau dieses Symbol zeigt das an, dass wir auch hier Schmitt-Trigger-Eingänge haben, was noch zur Folge hat. Wir schalten hier nicht erst zu den 9 Volt wird es gar nicht kommen. Es wird auch hier natürlich zu den 8,3 Volt nicht kommen, sondern es erst, wenn wir die obere Schwellspannung überschreiten, und es hängt das natürlich vom IC-Baustein ab, dann haben wir quasi hier die logische 1. Das heißt, die wird wahrscheinlich schon bei 6 Volt oder sowas herum sein. Dann haben wir diese logische 1. Und hier auf der Ausgangsseite die logische 0. Und dann passiert quasi hier diese Entladung über den Widerstand R3. Das passiert aber ganz schnell, weil der Strom wird hier ganz schnell über den Widerstand R3, also das wird nachher dann auch später von diesem Kondensator aus die Ladung entnommen, entlädt sich der Kondensator und somit sinkt diese Spannung ganz schnell wieder ab. Das heißt, aus 6 Volt geht er ganz schnell wieder runter,
nämlich bis zur unteren Schwellspannung von unserem Schmidträgereingang, sagen wir einfach einmal an 3 Volt oder so. Und dann, wenn er die 3 Volt hat, dann haben wir hier keine logische 1 mehr, dann haben wir hier diese logische 0. 1 und 0 ist 0, aber weil wir einen inventierenden Ausgang haben, haben wir hier eine 1. Was dann zum Folge hat, dass wir hier natürlich mit 1 bzw. 9 Volt eine höhere Spannung haben als hier, somit kann hier dieser Stromfluss nicht mehr stattfinden. Umgekehrt, der Strom würde eigentlich lieber so runterfließen, kann er aber nicht, weil hier diese Diode in Sperrrichtung betrieben wird. Was stattdessen passiert, ist nämlich, dass dieser Kondensator C2 sich nun wieder aufladen kann. Nämlich über diesen C1. Also C1 lädt nachher wieder so in diese Richtung C2 auf. Der lädt das C2 so lange auf, bis er wieder hier statt 3 Volt noch an, sagen wir, 6 Volt erreicht hat, um sich dann wieder schnell darüber zu entladen, weil wir da wieder logisch 0 haben, und dann lädt sich das Kondensator C2 wieder auf. Wichtig zum Verstehen ist halt auf jeden Fall, der Kondensator lädt sich die ganze Zeit, entlädt sich, er schaltet hier zwischen 0 und 1 die ganze Zeit immer herum, 0, 1, 0, 1, das heißt, es oszilliert. Und diese Oszillation wird gesteuert über die Spannung hier an dem Kondensator C2. Drum Voltage Controlled Oscillator, ja, spannungsgesteuert. Ich habe ja auch schon angefangen, die Spannung von Kondensator C1 hier oben aufzuzeichnen. Also hier haben wir VC1 und dieser Kondensator C1 wird sich jetzt natürlich die ganze Zeit langsam entladen. Der ist zwar ziemlich groß mit 10 Mikrofarad, aber weil wir hier den Taster offen haben, muss dieser Kondensator die ganze Zeit diesen Kondensator nachladen und gleichzeitig verliert er immer noch ein paar Ladungsträger hier über den Widerstand R5. Schauen wir uns das am besten auch in einer Simulation an. Also ich lade im Teach Center auch hier diese LTSpice-Files hoch und das ist ein Ordner mit nur 4 Files. Und hier das File, was anders hast, also ich habe es hier ringlich genannt, vielleicht ist es dann umbenannt, da ist die Simulation drinnen. Das kann man jetzt mit LTSpice aufmachen. Das ist jetzt so ein Simulationsprogramm, ein Spice-Simulator. Das ist Freeware, aber nicht Open Source. Es ist von der Firma Linear Technology. Und hier habe ich die Schaltung nochmal nachgebaut. Und wir können jetzt hier auf diesen Munchkal klicken, auf diesen Run-Button, um unsere Simulation zu starten. Also ich habe hier schon alles eingestellt. Wir können uns hier die Spannung MP1 nochmal anschauen. Also genau diese Spannung, die ich versucht habe, hier aufzuzeichnen. Schauen wir uns die hier an, MP1. Und wir sehen, die Spannung hier, die lädt sich viel schneller auf. Das heißt, da war ich hier ein bisschen großzügig von dieser langsamen Ladekurve, sondern das passiert innerhalb von ein paar Millisekunden, dass sie da voll aufgeladen ist. Und wir sehen, hier halten wir den Taster gedrückt, das heißt, dann bleibt er auf 9 Volt. Und wenn wir den Taster nach 2, also hier dann loslassen, eine Sekunde später lassen wir den Taster los, dann entlädt sich hier unser Kondensator C1. Spannend wäre natürlich jetzt auch, wie schaut jetzt diese Oszillation am Messpunkt 2 aus? Also ich habe ja gerade gesagt, dieser Kondensator lädt sich, entlädt sich und das die ganze Zeit hin und her. Das heißt, dieser Ausgang flippt die ganze Zeit nachhand. Schauen wir uns einmal hier die Spannung an MP2 an. Der schaut dann so aus. Also wir können da ein bisschen reinzoomen. Wir sehen, hier der Kondensator T2 lädt sich auf, geht da hier hoch, bis zu seiner oberen Schwellspannung, also was sich vorher mit 6 Volt einfach angenommen hat, sind jetzt in diesem Fall 5,2 oder so. Und ab diesem Moment schaltet er um. Der Kondensator entlädt sich ganz schnell auf 3,8 Volt, also ich habe vorher 3 Volt gesagt, also auf 3,8 Volt, lädt sich wieder auf, entlädt sich und schaltet die ganze Zeit hin und her. Und wir erkennen hier ebenfalls, dass hier vor allem am Anfang der Kondensator immer sich ganz schnell auflädt, aber gegen Ende hin lohnt der Kondensator C2 sich immer langsamer auf. Und das macht auch Sinn, weil
dieser Kondensator C1, der entlohnt sich ja selbst auch die ganze Zeit. Und jetzt ist es ja so, also überlegen wir uns einmal ein RC-Glied. Also wir haben da eine Spannungsquelle, dann haben wir da einen Widerstand R und einen Kondensator C. Und das war ja irgendwie so, wir haben da die Spannung U0 und da haben wir unsere Spannung UC. Und diese Spannung ist ja zeitabhängig, UC von T. Und jetzt muss ich selbst kurz überlegen, das war ja irgendwie so, das ist gleich, also es geht um einen Ladevorgang, das ist gleich U0 mal 1 minus E hoch minus T durch Tau und Tau ist gleich RC. Das heißt, wenn wir uns jetzt da uns überlegen, wir haben da die Zeit aufgetragen und da haben wir die Spannung aufgetragen, dann muss es ja so sein, also am Anfang haben wir hier keine Spannung und da bei T ist gleich 0, schalten wir um und dann haben wir diese Kondensator-Ladekurve, bis wir da hier quasi auf unser U0 nachher kommen. Und das macht auch Sinn, weil bei T ist gleich 0, haben wir E hoch 0 ist gleich 1, 1 minus 1 ist 0, irgendwas mal 0 ist immer 0, drum bleiben wir da auf 0 und dann kommt es zu diesem Ladevorgang abhängig von T mit dieser E-Funktion. Jetzt ist es aber so, wir haben hier nicht eine Spannungsquelle, keine normale Spannungsquelle, sondern wir haben ja da einen Kondensator drinnen. Und dieser Kondensator entlohnt sich ja selbst ebenfalls. Das ist ja unser Kondensator C1 da und das ist ja unser Kondensator C2. Der ist der große mit den 100 Mikrofarad und das ist der, 100 Mikrofarad, 10 Mikrofarad und das ist der mit den 100 Nanofarad. Und der Kondensator C1 entlädt sich ja die ganze Zeit. Das heißt, dieses U0 geht jetzt selber immer weiter nach unten. Und die man, das Tau bleibt ja gleich, das RC. Das heißt, wenn wir sagen, da haben wir, sagen wir 4 Tau oder sowas. Oder 5 Tau, 3 Tau. Und, aber wenn das U0 runtergeht, geht ja auch hier dieser Ladevorgang nach unten. Und das Problem ist ja, wir haben ja diese beiden Schwellspannungen und wir wollen ja die obere Schwellspannung, die 6 Volt erreichen, also oder die 5, irgendwas. Wenn jetzt zum Beispiel hier diese Schwellspannung ist, bei 5,5 oder was ist jetzt wann, dann ist es ja, wenn der Kondensator C1 vollgeladen ist, erreicht er diese Spannung ja schneller, als wenn U0 schon abgenommen hat. Und genau aus diesem Grund sehen wir auch hier in unserer Simulation, dass hier die Ladekurve, also C2 braucht hier länger zum Laden, als am Anfang, wo natürlich die Spannung beim großen Kondensator noch höher ist. Interessant ist es hier natürlich ebenfalls sich zu überlegen, wie schaut jetzt die Spannung am Messpunkt 3 aus? Das heißt, wir haben jetzt gesehen, also C1, das entlohnt sich noch ein klassischer Kondensator, C2 ebenfalls, also beim Messpunkt 2 sehen wir, wir haben diese schnelle Lade- und Entladekurve unseres Kondensators, aber bei MP3, beim Messpunkt 3, ist ja der Ausgang von unserem NAND-Gatter mit Schmidt-Trigger-Eingängen. Das heißt, hier werden wir eher ein digitales Schalten nachher sehen, also ein digitales Signal, was von logisch 1 und auf logisch 0 immer hin und her schalten wird. Und das können wir uns ebenfalls in unserer Simulation anschauen. Also wir nehmen da hier den Messpunkt 3 und das schaut jetzt zwar ein bisschen unübersichtlich zunächst aus, aber wenn wir ein bisschen reinzoomen, werden wir erkennen, wir sehen, also in grün der Kondensator C1 entlohnt sich schon gemütlich, der Kondensator C2 in blau, was wir gerade vorher besprochen haben, entlädt sich auf und beim Messpunkt 3 sehen wir genau den Ausgang von unserem NAND-Gatter. Also wir sehen, der ist fast die ganze Zeit immer auf logisch 1, schaltet aber genau dann, während sich unser Kondensator noch entlädt, quasi auf logisch 0 wieder ab und schaltet sich dann wieder auf logisch 1 noch hoch, wenn nachher der Kondensator C2 ist, wieder auflohnt. Und aus dem Grund ist er noch ganz kurz auf logisch 0
Aber das ist im Prinzip egal, weil erreichen wollen wir hauptsächlich diese Flanken, also solche, so ein Taktsignal wollen wir eigentlich erreichen. Und genau dieses Taktsignal ist nämlich dann wichtig für die weitere Schaltung. Dieses Schaltsignal kommt jetzt hier zu unserem nächsten NAND-Gatter. Und man sieht hier, ein Eingang von diesem NAND-Gatter geht zum Kondensator C1 wieder zurück. Und das heißt, der ist die meiste Zeit auf logisch 1, während sich hier beim anderen Eingang dauernd ändert. Dieses NAND-Gatter wirkt jetzt quasi wie ein Inverter. Man kann sich das ja so vorstellen. Sagen wir haben bei diesem NAND-Gatter beim Eingang A immer eine logisch 1. Was wird passieren? Das heißt, wir können uns diese Zeilen, brauchen wir uns nicht mehr anschauen, weil da ist A0, uns interessiert nur die Zeilen, wo A1 ist. Das heißt, wenn wir beim Eingang B eine 0 haben, wird daraus eine 1. Wenn wir eine 1 haben, wird daraus eine 0. Das heißt, wir haben quasi einen Inverter noch an uns daraus zusammenbaut. Das heißt ebenfalls für unsere Simulation, also löschen wir mal jetzt das ein bisschen weg, wenn wir jetzt da nur MP3 uns anschauen und dazu das Signal nach unserem NAND-Gatter, also wir nehmen hier MP3, und danach schauen wir uns das Signal nach unserem NAND-Gatter an, dann müsste das Signal einfach nur invertiert dazu ausschauen, beziehungsweise halt so lange MP1 noch weit genug geladen ist. Das erkennt man jetzt hier noch ein bisschen schlecht. Zoomen wir hier ein bisschen rein. So können wir ein bisschen weiter reinzoomen. Und da erkennen wir, das blaue Signal, also das ist hier, blaue Signal ist jetzt der hier nach unserem Gatterbaustein, das ist dauernd auf 0 und geht nur dann auf 1 hoch, genau zu dieser Zeit, wo MP3 runtergeht. Das heißt, wir haben hier quasi einfach ein invertierendes Verhalten da geschaffen. So, und was bringt uns jetzt dieses Signal? Also dieses Signal, was wir jetzt da gesehen haben, dieses blaue Signal, das kommt jetzt dort zum Clock-Eingang zu unserem zweiten IC. Also die ganzen NAND-Gatter sind in einem einzelnen IC drinnen, in dem 4093er. Und hier ist ein zweiter IC. Und das ist ein sogenannter Johnson-Zähler. Und dieses blaue Signal kommt jetzt her und wir speisen damit den Clock-Eingang von unserem IC. Und ganz grob gesagt, was passiert? Jedes Mal, wenn wir hier eine Flanke halten, also immer wenn das Signal auf 1 hochgeht, eine Flanke, dann schaltet er den Ausgang um. Also zunächst ist der Ausgang Q1 auf logisch 1, dann Q0, dann Q1, dann Q2, Q3. Der schaltet immer um. Und somit leuchtet immer eine andere Leuchtdiode. Und wir sehen ebenfalls, diese ganzen Leuchtdioden haben immer noch einen sogenannten Vorwiderstand geschalten. Also das können wir uns da wieder überlegen in einer neuen Folie. Also wir haben, wie wir da gesehen haben, wir können uns vorstellen, wir haben da eine Spannungsquelle von 9 Volt. Also wir haben da 9 Volt von unserem Johnson-CLEC-Baustein, haben dann unseren Vorwiderstand und dann hier unsere Leuchtdiode. Wobei Vorwiderstand ja eigentlich eine witzige Bezeichnung ist, weil es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt den Widerstand hier einbaue oder hier halt nach der Diode einbaue, dann wäre es halt ein Nachwiderstand. Und die Frage ist jetzt natürlich, welchen Sinn hat jetzt dieser Widerstand? Er dient vor allem der Strombegrenzung. Die Leuchtdioden halten jetzt nicht so viel Strom aus. Also diese normalen Leuchtdioden, man sollte schon schauen, dass wir diesen Stromfluss, der so im Kreis fließt, dass wir hier nicht zu viel Strom, das heißt, was heißt zu viel Strom? Also wir sollten nicht unbedingt 30 mA oder mehr sollten da fließen. Die Leuchtdiode leuchtet meistens eigentlich schon ganz gut bei 10 mA. Je mehr Strom, desto heller leuchtet die LED, wobei irgendwann merkt man eh keinen Unterschied mehr, dann ist es quasi eigentlich umsonst noch mehr, dass noch mehr Strom fließt. Man muss halt die genauen Daten muss man jetzt natürlich jetzt im Datenblatt rauslesen, aber je nachdem, welche LED und welche Farbe diese LED hat, hat sie hier eine unterschiedliche Spannung in Durchlassrichtung. Sagen wir einfach einmal 2 Volt, weil es damit leichter zum Rechnen ist.
Und jetzt denkt man sich das einfach so, wir haben jetzt hier 2 Volt bei der LED und entsprechend haben wir nachher hier 7 Volt über unseren Vorwiderstand. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie groß muss nun dieser Vorwiderstand sein, also welchen Wert muss R haben, damit wir hier auf 10 mA kommen. Einfaches ohmsches Gesetz, also wir möchten 10 mA haben, 7 Volt Spannungsabfall haben wir nachher, das heißt R ist U durch I, 7 Volt dividiert durch 10 mA wären in diesem Fall 700 Ohm. Das heißt, wenn ich jetzt 700 Ohm hier einlöte, dann schaffe ich, dass ungefähr 10 mA fließen. Wie gesagt, man muss halt da genau aufs Datenblatt der LED reinschauen, da sieht man, wie viel Strom maximal fließen darf und vor allem, welche Spannung deren Durchlassrichtung nachher hat. 700 Ohm ist natürlich jetzt ein Wert, denn ist es nicht so handelsüblich erhältlich, sondern hierzu schaut man nachher in die sogenannte E-Reihen-Tabelle rein. Das sieht man nachher im Internet, also gibt man einfach E-Reihe ein und dann findet man hier, zum Beispiel gleich bei Wikipedia, sieht man, das sind halt die Werte, die jetzt erhältlich sind am Markt. Also es gibt hier eine E3, eine E6, E12. Je höher die Zahl, desto mehrere verschiedene Widerstandswerte sind erhältlich. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir hätten jetzt ganz genau, was haben wir ausgerechnet, 700 Ohm. Mal schauen, ob man überhaupt 700 Ohm kaufen kann. Dann sehen wir hier, es gibt da 715 könnten wir uns kaufen. Wir könnten uns 706 kaufen oder wir könnten uns 698 kaufen. Wobei vor allem die letzteren Reihen eher Raritäten oder halt nicht so übliche Werte sind, die man verwendet. Das heißt, wir können nicht genau diesen Wert nehmen, das, was wir uns ausgerechnet haben, sondern wir nehmen halt jetzt überschlagsmäßig einfach den nächsthöheren Wert. Zum Beispiel in unserer Schaltung, was haben wir da? Wir haben hier 820 Ohm, weil hier vermutlich eine andere Spannung noch bei diesen Dioden ist. So, was haben wir dann noch in unserer Schaltung? Wir sehen hier sind 2 Kondensatoren eingebaut, das sind sogenannte Decouple Capacitors, Entkoppelte Kondensatoren. Wie wir schon gesehen haben, Kondensatoren erfüllen ja sehr viele Aufgaben. Und wenn man jetzt einen IC-Baustein verlötet, dann einen IC betreibt man in der Regel immer noch mit zusätzlichen Entkoppelkondensatoren. Und es hat sich eingebürgert, dass man meistens hier einen Keramik-Kondensator, einen SMD-Kondensator mit 100 Nanofarad verwendet und dazu noch einen größeren LCOM mit 10 Mikrofarad, dass man diese beiden parallel betreibt. Da geht es unter anderem auch um die elektromagnetische Verträglichkeit. Also zum einen geht es darum, dass wir hier, immer wenn der IC betrieben wird, dass hier die Ladungsträger schnell von unseren Kondensatoren nachher zur Verfügung gestellt werden, dass es zu keinen Spannungseinbrüchen kommt am IC-Baustein, also für die Spannungsstabilität werden die Kondensatoren zum einen verwendet, vor allem der große, aber sie haben auch Gründe für die elektromagnetische Verträglichkeit. Wir haben ja noch einen zweiten IC-Baustein, also wir haben einmal den 4017 und einmal den 4093er und auch dieser IC wird der auch hier von 2 Kondensatoren hier entkoppelt, also wie mit C3 und C4, also auch mit C5 und C6, die haben hier alle eine ähnliche Funktion. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ein einziges Bauteil übrig, nämlich hier unser NMOS, unser MOSFET, unser BS-170. Das ist so der Klassiker MOSFET-Baustein, der BS-170. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, im Prinzip haben wir hier einfach einen Schalter. Machen wir am besten einfach wieder einen Screenshot, damit wir uns das nachher genauer anschauen können im PowerPoint. Ganz stark vereinfacht könnte man sagen, der MOSFET ist ein Schalter. Also wir können uns vorstellen, wir haben hier einen Schalter und dieser Schalter ist nun spannungsgesteuert, nämlich abhängig von seiner Gate-Source-Spannung. Der MOSFET hat nämlich 3 Anschlüsse, genau sind 4, aber die 3 sind mal Gate, Source und Drain. Und Gate liegt jetzt nun
ein Potenzial von MP1, also von Potenzial von unserem großen Kondensator C1. Und ist nun die Spannung UGS, VGS, also hier die Spannung Gate Source, wenn diese Spannung nun kleiner als die sogenannte Threshold-Spannung ist, die beträgt irgendwas um die 2 Volt herum, dann ist unser MOSFET ausgeschalten, beziehungsweise unser MOSFET ist hochohmig. Ist VGS größer als die Threshold-Spannung, dann ist unser MOSFET sehr niederohmig. Ich weiß, in der Literatur wird noch ein bisschen unterschieden, also das, was ich jetzt beschrieben habe, sind die sogenannten selbstsperrenden bzw. die Enhancement Mode MOSFETs, und daneben gibt es noch die selbstleitenden, den Verarmungstyp, den Depletion Mode MOSFET. Aber ich muss auch dazu sagen, mir ist noch nie ein selbstleitender MOSFET untergekommen, und aus dem Grund kann man sich einfach das immer merken, weil alles andere eher ist immer die Ausnahme. Nun hat der MOSFET auch mehrere Kennlinien. Also das, was ich hier beschrieben habe, das können wir uns hier in unserer Steuerkennlinie bzw. Transferkennlinie uns überlegen. Also wir haben hier VGS oder UGS und hier tragen wir den Strom IDS auf, also den Strom, der jetzt über unseren Schalter fließt. Und diese Kennlinie schaut irgendwie so aus. Beziehungsweise verschieben wir das ein bisschen nach rechts. Und nach Überschreiten der Threshold-Spannung, irgendwo hier, oder können wir auch weiter nach links zeichnen, da haben wir die Threshold-Spannung, dann wird unser MOSFET leitend, dann wird unser MOSFET niederohmig. Neben dieser Kennlinie existiert auch noch die Ausgangskennlinie. Die schaut dann in etwas so aus, also auf der Y-Achse haben wir immer noch den Strom aufgetragen, IDS, aber diesmal tragen wir für unsere Ausgangskennlinie auf unserer X-Achse VDS, die Drain-Source-Spannung, auf. Also es ist jetzt hier diese Spannung hier, VDS. Und die Kennlinie schaut jetzt in etwas so aus. Die hat jetzt hier mehrere sind quasi mehrere Kennlinien, eine Kurvenschar, und die hängt hier von VGS ab, von VGS. Und je höher VGS ist, im Prinzip hier die obere Kurve hat ein höheres VGS als das untere VGS. Wir unterteilen jetzt auch die Ausgangskennlinie in 2 Bereiche. Und Achtung, das ist hier eine Falle. Hier der rechte Bereich ist die Saturation Region, der Sättigungsbereich. Und der linke Bereich ist die Linear Region, der Linearbereich. Bitte nicht zu verwechseln mit Bipolartransistoren. Bei Bipolartransistoren ist das Gemeine, heißt dieser Bereich hier Sättigungsbereich und dieser Bereich ist dann der Verstärkungsbereich. Also Achtung, die werden hier beim MOSFET und beim Bipolartransistor unterschiedlich bezeichnet. Die Frage natürlich, welche Funktion hat jetzt dieser Schalter hier in unserer Schaltung? Also wenn die Spannung MP1 jetzt da abnimmt, dann wird irgendwann hier unser Schalter hochohmig und dann hört die letzte LED auf zu leuchten. Hätten wir diesen Schalter nicht drinnen, also wir könnten theoretisch hier das direkt hier mit Ground verbinden, das wäre auch möglich, dann würde einfach die letzte LED dauernd weiter leuchten. Wäre auch eine Option. Aber das hat ja einfach für den Lernzweck, damit wir hier auch einen MOSFET eingebaut haben, haben wir hier quasi diesen Schalter eingebaut. Natürlich könnte man jetzt überlegen, man könnte jetzt den Schalter auch woanders einbauen, weil der Nachteil hier bei diesen, ich sage mal, Low-Side-Switch ist, wir haben hier sehr viele Verbraucher, die wir jetzt hier alle zusammenführen müssen, weil es wäre praktischer, wenn das hier gleich Ground wäre, dann wäre die Verkabelung einfach. Und so müssen wir alle bündeln, alle Leitungen und zu diesem Drain-Kontakt von unserem MOSFET zuführen. Das wäre zum Beispiel leichter, wenn wir jetzt sagen, wir bauen jetzt hier oben den Schalter ein. Wir könnten ja hier auch unseren Schalter einbauen.
Die Frage ist natürlich dann immer, wie realisiert man dann diesen Schalter? Was jetzt auch vielleicht noch interessant wäre beim MOSFET dazu zu sagen ist, wie schaut der MOSFET jetzt intern aus? Vielleicht eine Wiederholung, aber dennoch immer wieder interessant, sich durchzuüberlegen, wie so ein MOSFET ungefähr im Innenleben ausschaut. Dazu brauchen wir hier unser Siliziumsubstrat, welches wir nun p-dotieren, zum Beispiel mit Bor. Das ist unser Substrat und auf unserem Substrat dotieren wir noch zwei Bereiche, ein bisschen stärker, sogenannte N-Wells. Und auf unseren N-dotierten Bereiche, was wir zum Beispiel mit Phosphor dotieren, haben wir jetzt metallische Anschlüsse. Und diese Anschlüsse nennen wir jetzt Source und Drain. Jetzt ist es so, jetzt brauchen wir noch eine sogenannte Oxidschicht, eine elektrisch isolierende Schicht dazwischen. Also das ist hier ein Nichtleiter. Und auf diese Siliziumoxidschicht haben wir jetzt unseren Gate-Anschluss. Jetzt ist es so, es ist kein Stromfluss von Source zu Drain möglich und umgekehrt. Jetzt haben wir aber noch einen vierten Anschluss, einen Substratanschluss, wir nennen es Bulk, ein stark p-dotierter Bereich, das ist unser Bulk-Anschluss und diesen schließen wir nun intern mit Source zusammen. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt eine Spannungsquelle haben, von Gate zu Source, also wenn wir hier so eine Spannung anlegen, dann werden die Ladungsträger, also die positiven Ladungsträger, versammeln sich noch ein Tier am Gate-Oxid und ziehen dadurch die Elektronen im Substrat an. Das heißt, die negativen Ladungsträger fühlen sich nun davon angezogen und positionieren sich somit hier unterhalb des Oxids und bilden damit einen sogenannten Kanal, einen leitfähigen Kanal, was nun im Source die Quelle vieler Ladungsträger, die Quelle vieler Elektronen nun die Möglichkeit bietet, hier über Drain abzufließen. Also wenn wir nun hier eine Drain-Source-Spannung anlegen, dann erhalten wir einen Drain-Source-Strom, beziehungsweise die Ladungsträger, die Elektronen, wandern dann alle von Source zu Drain. Schaltet man nun die Gate-Source-Spannung aus, also hat man hier keine Spannung mehr, hat man hier auch keine Ladungsträger mehr und somit haben wir hier auch keinen leitfähigen Kanal mehr und somit ist kein Stromfluss mehr weiter möglich. Warum heißt dieses Bauteil MOSFET? Wir haben hier eine Metallschicht, hier haben wir eine Oxidschicht und hier haben wir eine Halbleiterschicht. Und ein- bzw. ausschalten tun wir unser Bauteil mit Hilfe eines elektrischen Feldes. Es ist ein Feldeffekt-Transistor, ein Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Wobei das M hier nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht, man führt nämlich diesen Gate-Anschluss in der Regel nicht mehr mit einem Metall aus, sondern mit sogenannten Polysilizium, ein künstlich erzeugtes Silizium, zwar nicht der beste Leiter, aber wir benötigen letztendlich nur ganz kurz einen Strom, nämlich um diese Ladungsträger hier auf unserer Oxidschicht zu platzieren, denn im Gegensatz zum Bipolar-Transistor gibt es hier keinen Stromfluss von Gate zu Source. Also beim Bipolar-Transistor haben wir von der Basis-Emitter immer einen Stromfluss, diesen haben wir hier beim MOSFET nicht. Drum ist dieser hier rein spannungsgesteuert, wir brauchen hier nur ganz kurz ein paar Ladungsträger, die wir hier positionieren, es findet kein relevanter Stromfluss hier statt. Ich möchte noch gerne kurz über die Bauteilliste sprechen. Also ich habe hier alle Bauteile für unsere Platine kurz zusammengefasst und das Positive ist, Elektronik ist prinzipiell jetzt kein teures Hobby. Also wir sehen auch hier, das Bestellen der Platine und all deren Einzelteile kostet gerade mal 8,66 €. Und es ist sogar noch viel günstiger, weil ich habe jetzt überall die Einzelpreise genommen und nicht den Mengenrabatt. Das heißt, es wäre noch hier weitaus günstiger. Schauen wir uns die Bauteile ganz grob durch. Also hier haben wir die Printplatte, dazu möchte ich später noch ein bisschen was erzählen. Und hier haben wir die beiden IC-Gatterbausteine. Also
beide ICs sind von der sogenannten 4000er-Serie. Das ist eine recht berühmte Familie von ICs. Ist schon ein bisschen älter, aber die werden alle durchnummeriert und man findet zum Beispiel auch auf Wikipedia zum Beispiel die komplette 4000er-Serie und wir haben den 4017er, das ist hier unser Johnson-Zähler und wir haben auch den 4093, also die NAND-Gatter mit deren Schmidt-Trigger-Eingänge. Das heißt, wenn man sich jetzt dann selbst etwas basteln möchte und einen logischen Gatterbaustein gerne hätte, könnte man hier zum Beispiel nachschauen. Und der Vorteil von der 4000er-Serie zum Beispiel, die können halten es generell bis 15 Volt aus, im Gegensatz zu den moderneren und schnelleren HCMOS-Serie. Also die 74HC-Serie ist ebenfalls eine sehr beliebte Serie und wenn man vor allem auch schnellere digitale Gatterbausteine verwenden möchte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wir haben hier zwei ICs, die würden wir jetzt gerne kaufen. Und dazu gibt es jetzt verschiedene Händler. Also das ist jetzt keine Werbung für irgendeinen Anbieter, aber ich bestelle meistens immer gerne bei Mauser, DigiKey, RS Components oder Farnell. Das sind einfach nur um einfach ein paar zu nennen. Und wenn wir jetzt sagen, wir möchten jetzt hier gerne den 4017er IC kaufen, dann kann man einfach die Suchfunktion verwenden und dann sehen wir hier schon bereits verschiedene Anbieter. Also wir sehen hier zum Beispiel haben wir den IC einmal von Texas Instruments, ist auch auf Lager. Da gibt es in verschiedenen Packages, also das ist ja hier zum Beispiel eine SMD-Bauweise. Dann sehen wir, der ist auch sehr viel auf Lager von ON Semiconductors, also wir sehen, das wird nicht nur von Texas Instruments gefertigt, sondern auch zum Beispiel von ON Semiconductors. Texas Instruments, das ist genau diesen, den wir eigentlich brauchen und diese 27.000 auf Bestellung sind erst verfügbar, zum Beispiel erst im September 2022. Und auch das Datenblatt unterscheidet sich jetzt natürlich. Also hier wäre das Datenblatt von Texas Instruments, aber wir könnten zum Beispiel auch weiterschauen und wir könnten hier zum Beispiel das Datenblatt von ON Semiconductors anschauen und auch das Datenblatt von Nexperia zum Beispiel. Und da werden wir sehen, die schauen alle ein bisschen anders aus. Aber im Prinzip ist es dasselbe Produkt, aber werden halt von unterschiedlichen Anbietern gefertigt. Schauen wir zum Beispiel das Datenblatt von Texas Instruments an. Also im Prinzip kann man immer sagen, die erste Seite ist immer so ein bisschen so die Werbeseite. Also hier findet man immer die meiste relevante Information, ob diese IC für die Anwendung jetzt geeignet ist oder nicht. Und dann sehen wir hier auch gleich ein paar Charakteristiken. Also wir sehen, wir können den bis zu 3 Volt nach unten betreiben, beziehungsweise maximal auf 18 Volt betreiben. Hier sehen wir auch noch die Pin-Belegung. Und weiter unten sehen wir auch den internen Aufbau von unserem Gatterbaustein. Den möchte ich jetzt nicht im Detail besprechen, aber wir erkennen auf jeden Fall, wir haben hier sogenannte D-Flip-Flops. Wir sehen hier unseren Clock-Eingang, das heißt, wenn wir uns zurückerinnern, wir haben ja hier quasi unseren Baustein, unseren Clock-Eingang und hier speisen wir immer solche kurze Flanken hinein und die werden hier noch entsprechend verschalten. Und wir kennen auch hier sind vor allem viele Inverter eingebaut, hier haben wir NANDs eingebaut, hier haben wir NOR eingebaut. Was wir hier noch sehen, ist die sogenannte ESD-Schutzstruktur. Man muss natürlich jetzt eben aufpassen im Datenblatt lesen. Hier zum Beispiel werden zwei verschiedene digitale Gatterbausteine in einem Datenblatt vereint. Da muss man immer aufpassen, okay, das sind jetzt die Daten für den 4017er und hier unten sind die Daten von 4022er. Also wir sehen, die haben einen ähnlichen Aufbau. Beziehungsweise sehen wir normalerweise hier oben gleich, dass wir hier einen Pin weniger connected haben. Also hier, die haben zwar dasselbe Package, aber hier bei dem 4022er ist hier der 9er Anschluss not connected. Dann können wir uns natürlich auch noch den anderen IC anschauen. Das war ja der 4093er. Den sollten wir hier auch finden. Mal schauen. Auch hier wieder verschiedene Anbieter. 5 sind noch auf Lager in der SMD-Bauweise. Wir wollen aber die Through-Hole-Variante, wobei fürs Datenblatt ist es eh egal.
okay, bis Ende Juli 2023 können wir leider nicht warten, aber das Datenblatt können wir uns dennoch anschauen. Also das ist jetzt der IC-Gatterbaustein mit den NAND-Gatters drinnen. Man sieht hier ebenfalls hier DC und wir sehen hier natürlich wieder vier NAND-Gatter, wovon wir nur zwei verwenden. Wir sehen hier VDD, hier VSS bzw. Der Ground-Anschluss, der Referenzanschluss. Es gibt jetzt natürlich wieder verschiedene Hersteller, also das ist jetzt von Texas Instruments, vielleicht finden wir auch von ON Semiconductor das Datenblatt. Der sollte nur bis zu 18 Volt betrieben werden. Also wir haben hier gesehen, der von Texas Instruments gibt es bis 20 Volt an, aber der von ON Semiconductor zum Beispiel nur bis 18 Volt. Die Pin-Belegung ist bei den unterschiedlichen Herstellern meistens gleich. Das heißt, ich kann jetzt die Schaltung designen und muss jetzt nicht fürchten, dass jetzt Texas Instruments diesen Baustein nicht mehr verkauft, denn ich kann den auch noch von ON Semiconductor noch kaufen und einlöten. Dann finden wir ja auch die sogenannte Hysterese-Spannung, Hysteresis Voltage. Das sehen wir, da gibt es bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen, gibt er die Hysterese-Spannungen an. Also das sind die oberen und die unteren Schaltschwellen, von denen ich vorher gesprochen habe. Dann schauen wir uns hier die 25 Grad Celsius-Spalte an und da sehen wir, okay, betreiben wir unsere Schaltung mit 10 Volt, okay, wir machen es mit 9 Volt, aber das passt schon in etwa, dann ist die obere Schaltschwelle hier bei ungefähr 6 Volt herum, hier also bei 5,9 und die negative Schaltschwelle ist bei die 4 Volt, also bei 3,9 Volt herum. Also das ist jetzt genau hier, wo wir gesagt haben, dieser Kondensator, der lädt und entlädt sich die ganze Zeit und wenn der Eingang nun hier auf 6 Volt sind, dann geht der hier auf logisch high und sinkt die Spannung dann ab auf 3,9 Volt, dann geht der hier auf logisch low. Was haben wir noch für Bauteile? Also hier unser MOSFET, der BS170, wie gesagt, das ist so der 0815 NMOS, der BS170. Das Äquivalent von den Bipolar-Transistoren wäre der BC547. Also auch hier der BS170 hat eine ziemlich lange Lieferzeit leider. Schauen wir uns den ein bisschen an. Hier haben wir wieder das Datenblatt und hier wieder MOSFET, Enhancement Mode, der Klassiker. Wir sehen, der wird hier in zwei verschiedenen Packages angeboten. Einmal in dieser Through-Hole Technology und einmal hier in Surface Mount Technology. Der hält bis zu 60 Volt aus. Und unten sollten wir normalerweise auch Steuerkennlinie und Ausgangskennlinie sehen. Hier sehen wir die Ausgangskennlinie. Also hier wieder diese Kurvenschar mit verschiedenen VGS. Und unten sollte auch die Steuerkennlinie. Hier genau die Transfer Characteristics. Da sehen wir hier auch bei verschiedenen Temperaturen. Und hier herum sollte die Threshold-Spannung sein. Mal schauen, was das Datenblatt verspricht. Was für eine Threshold-Spannung. Da gibt der Hersteller hier von zwischen 0,8 bis 3 Volt an, beziehungsweise üblicherweise damit 2,1 Volt. Dann haben wir noch zwei Dioden, die 1N4148 und die 4007er. Die sind auch zwei Klassiker-Dioden, also die findet man auf sehr vielen Schaltplänen. Und dann haben wir natürlich noch Leuchtdioden, Kondensatoren, Widerstände. Und da liegt ja vor allem meist das Problem darin, es gibt ja 100.000 verschiedene Widerstände, da muss man halt einmal ein bisschen recherchieren, bis man halt den richtigen Bauteil für seine Anwendung noch findet. Ähnlich zum Beispiel auch beim Equipment, also zum Beispiel hier am Lötzinn. Es gibt ja verschiedenste Lötzinne, da muss man halt immer schauen, welches Lötzinn möchte man dann eigentlich letztendlich kaufen. Welcher Hersteller, welcher Durchmesser, welches Flussmittel, soll ein Aktivator dabei sein? Da gibt es verschiedenste Auswahlkriterien. Aber zum Schluss möchte ich eigentlich noch gerne ein bisschen über die Leiterplatte selbst ein bisschen sprechen. Dazu mache ich am besten Altium-Design auf. Welche Möglichkeiten existieren, eine Printplatte überhaupt zu designen? Also da gibt es hierfür verschiedene Softwareprogramme, Softwarepakete. Und der Marktführer ist hier Altium-Designer. Neben Altium-Designer gibt es auch Edel, wobei Edel mittlerweile leider auch keine billige Alternative mehr darstellt. Und neben Edel gibt es zum Beispiel auch noch die Open-Source-Software KeyCut. Es sei auch dazu zu erwähnen, dass es auch von Altium Designer eine Gratis-Version gibt. Das heißt, man kann auch jetzt als Hobby-Elektroniker
auch wenn ich selbst diese Software noch nie getestet habe, aber es bestehen durchaus gute Möglichkeiten, auch selbst seine eigene Platine zu designen. Und wie schaut jetzt Altium Designer aus? Also ich habe hier den Schaltplan in Altium Designer mit meiner Mitarbeiterlizenz offen und man sieht hier, also das ist hier der gesamte Schaltplan, den wir vorher schon durchbesprochen haben. Und diese ganzen Bauteile kann man jetzt natürlich entweder selber zeichnen oder man findet sie auch oft schon online. Also zum Beispiel auf Mauser findet man jetzt auch viele Bauteile bereits vorgezeichnet. Aber zum Beispiel auch auf Altium Designer selbst kann man hier auch bereits Komponenten suchen. Also man muss jetzt nicht alles selber zeichnen. Ja, sind schon ein paar vorhanden. Man zeichnet jetzt da sowohl hier einmal ein Schaltsymbol und verknüpft sie dann auch mit dem eigentlichen Layout. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel die Diode offen, also zwei verschiedene Dioden. Dann haben wir hier unseren IC, hier haben wir unseren Kondensator, noch ein Kondensator, Leuchtdioden, dann ein paar Lötpads für unsere SMD-Bauteile, einen Widerstand. Und all diese Bauteile zeichnet man zunächst einzeln und verknüpft sie miteinander, zeichnet anschließend hier die Schematic und können nachher anschließend hier unser Layout zeichnen. Also das ist hier schon bereits das fertige Layout. Dann ist es vielleicht am Anfang nicht so einfach zu erkennen. Ich deaktiviere einfach einmal unsere Ground Planes und zeige das vielleicht am besten mal in der 3D-Ansicht her. Also so sollte nachher unsere Platine zum Schluss ausschauen. Hier sind unsere Anschlusspins, beziehungsweise diese Pins werden wir nicht anlöten, wir werden die Drähte hier direkt anlöten und wir können hier nun nachverfolgen, wie jetzt die Leiterbahnen gelegt sind. Also ich versuche jetzt einfach einmal neben das den Schaltplan aufzumachen und können jetzt nun versuchen, den ein bisschen zu folgen. Also hier oben haben wir unsere Spannungsversorgung. Hier legen wir unsere 9 Volt an, das heißt, sind wir jetzt hier. Dann gehen wir hier weiter zu unserem Widerstand R4, der ist dann hier. Daneben gleich die Diode, unsere Schutzdiode. Und anschließend geht die Spannungsversorgung hier weiter. Zunächst zu unseren Kondensatoren C3 und C4, die wir auch hier in unserem Schaltplan gleich haben. Hier ist unser Anschlusspin, das heißt, der geht dann hier gleich hier weiter zu unserem Pin 14. Und gleichzeitig versorgen wir hier auch gleich den zweiten IC. Also wir haben hier den IC2, der wird hier über Pin 16 versorgt. Dann geht hier noch gleich das weiter zu unseren Kondensatoren C5 und C6. Also das ist unsere Versorgungsleitung einmal. Und weiters geht hier nun unsere Versorgung hier auf den Taster. Das heißt, das wäre dann hier unsere Taste S1. Das geht hier weiter auf den Widerstand R1. Den haben wir hier. Und vom Widerstand R1 haben wir jetzt nun die drei Pfade, die weitergehen. Wir haben hier zum einen C1. Das ist hier. Das ist unser Tantalkondensator. Dann geht es hier weiter zum R5 und zum Widerstand R2. R2 ist gleich hier. Und von R2 aus haben wir auch gleich den Kondensator C2, also die sind hier gleich miteinander verbunden. Und C2 geht auch gleich zu R3 weiter. Ja, das sehen wir auch hier im Schaltplan. Das geht dann auch hier gleich weiter. Hier haben wir daneben auch gleich die Diode, D3. Für den Widerstand R5, den ich vorher fast vergessen hätte, der geht hier weiter und der ist dann hier positioniert. Den IC selbst, also hier der obere IC, das ist unser NAND-Gatter mit den schmittrigen Eingängen. Wir sehen hier, wir verwenden nur zwei von diesen NAND-Gatter, denn die anderen beiden haben wir hier nicht angeschlossen, sondern die habe ich hier auf Ground-Potenzial gelegt, weil man legt die meistens, die ungenutzten Pins legt man immer gerne auf ein definiertes Potenzial, damit man einfach weiß, was passiert. Das heißt, somit hätten wir hier quasi den oberen Teil schon uns ein bisschen zurechtgefunden. Und dann geht es hier beim Schaltplan ja ebenfalls weiter, dann geht es zum zweiten IC weiter. Das heißt, hier vom Pin 3, vom ersten IC geht es weiter zum zweiten IC, Pin 14.
Das heißt hier der Pin 3, das ist hier der Pin 1, Pin 2, Pin 3. Und von diesem Pin geht es hier weiter, runter zu diesem Pin 14 vom zweiten IC, wo dieser Clock-Eingang ist. Und von hier aus, also wir erinnern uns, immer wenn eine Schaltflanke kommt, dann schaltet er hier immer zum nächsten Ausgang um. Und diese ganzen Ausgänge haben jeweils einen Widerstand, diese ganzen Vorwiderstände unserer LEDs. Und diese ganzen Vorwiderstände sind auch hier in SMD-Bauweise ausgeführt, aber nicht alle. Also hier 7 davon sind hier in SMD-Bauweise und 3 davon sind hier in Durchsteckmontage. Und diese gehen auch alle weiter zu den LEDs, also diese Widerstände gehen hier überall weiter. Die 3 Widerstände in Durchsteckmontage verfolgen wir einfach mal einen. Das ist hier der Ausgangspin 4. Das ist hier der Ausgangspin 4. Der geht dann hier weiter zum Widerstand R12. Mal schauen, der geht hier weiter zum Widerstand 10, 11, 12, genau. Und der geht hier vermutlich weiter zu LED 2 und geht hier weiter zu LED 2. Also diese 3 LEDs werden über die 3 Widerstände in Durchsteckmontage betrieben und die restlichen LEDs werden über die SMD-Widerstände betrieben. Und dann haben wir eigentlich nur noch unseren Transistor, der ist hier, unser Transistor T1, den wir auch hier haben. Und somit hätten wir eigentlich schon alle Bauteile durchbesprochen. Wichtig fürs Verständnis ist auch, dieser ganze schwarze Bereich hier ist ja eigentlich unbenutzter Bereich. Aus diesem Grund tut man oft diesen Bereich mit Kupfer ausfüllen und mit Ground verbinden. Das heißt, wir sehen ja hier, haben wir noch Ground, das scheint jetzt so, als wäre nicht verbunden, aber in Wirklichkeit habe ich hier ein Kupfer gelegt und diese ganze Fläche außerhalb, diese rote Fläche, wir sehen, wenn wir das umdrehen, hier diese blaue Fläche, das ist alles Kupfer, welches mit Ground verbunden ist. Also wir sehen, Rot und Blau, Top Layer und Bottom Layer sind beides Kupferflächen und neben diesen Flächen ist noch wichtig Top Overlay. Diese Layer ist der sogenannte Siebdruck, beziehungsweise auf Englisch der Silkscreen. Diese wird nachher aufgedruckt. Also der hat jetzt keine elektrische Funktion, aber diese ist für die bessere Orientierung ziemlich wichtig. Einen Bottom-Overlay, den gibt es hier nicht. Also man könnte auch einen Siebdruck auf der Unterseite machen. Über diese ganze Kupferschicht kommt nachher noch Lötstopplack drauf. Dieser grüne Lötstopplack gibt nicht nur diese charakteristische Farbe unserer Printplatten, sondern sie sorgt auch dafür, dass wir auf diesen Flächen nicht löten können. Also dort würde das Lötzinn einfach abperlen. Und wir sehen hier in Violett, auf dieser Top-Solder-Schicht, das sind alle jene Orte, wo wir keinen Lötstopplack drauf haben möchten. Das ist hier vor allem bei den SMD-Bauteilen, aber auch hier bei jedem Bauteil in Durchsteckmontage haben wir ebenfalls diesen Top-Solder-Schicht. Die sehen wir hier jetzt einfach nur nicht so gut. Also auch hier sehen wir, in dem Top-Solder müssen wir auch auf der Bottom-Seite den Lötstopp-Plug entfernen. Und ebenfalls wichtig sind natürlich auch noch die Bohrlöcher. Was macht man nun, wenn man jetzt fertig ist mit dem PCB-Design? Dann geht es zur Fertigung weiter. Es gibt zwar keine wirklichen Standards dazu, aber durchgesetzt hat sich vor allem das sogenannte Gerber-Format. Top-Paste und Bottom-Paste habe ich gleich weggelassen. Man kann beim Bestellen von PCB auch oft immer sogenannte Stencils, sogenannte Schablonen fürs SMD-Löten mitbestellen. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Und ebenfalls wichtig sind die Drill-Files. Und Altium Designer stellt uns nun 2 Ordner, einen Gerber-Ordner und einen Ordner für unsere Drill-Files. Schauen wir mal rein, was da drinnen ist. Da gibt es jetzt verschiedene Files. Aber für die Produktion selbst brauchen wir eigentlich nur die Kupferfläche unten, die Kupferfläche oben. Dann die ganze Beschriftung, also der Silkscreen, Profile, also die Abmessung der Platine und die Lötstoppmaske für unten und oben. Und diese Files können wir uns nachher in einen neuen Ordner reinkopieren. Also diese brauchen wir für die Fertigung. Und wir brauchen ebenfalls noch einen Drill-File. Und diese befindet sich hier in diesem File drinnen. Und nachher braucht man diese Files nur zippen und dann dem Produzenten schicken. Ich möchte jetzt für niemanden explizit Werbung machen. Ich möchte nur einige aufzählen, damit, falls ihr ein bisschen herumbasteln wollt, auch zumindest ein paar Hersteller bereits kennt. Also zum einen hier, ich finde Eisler ganz nett. Vor allem, wenn man eine geringe Stückzahl bestellt, sind die Preise eigentlich ganz in Ordnung. Und vor allem auch ganz nett ist auch hier immer diese Voransicht, wo man nachher gleich kontrollieren kann, ob das eigene Design noch richtig hochgeladen worden ist.
Für größere Stückanzahlen ist Eisler meiner Meinung nach etwas zu teuer. Da ist zum Beispiel MultiCB ganz nett, wobei man als Privater bei MultiCB nicht bestellen kann. Wenn es ein bisschen teurer sein darf, gibt es natürlich hier auch noch EuroCircuits, es gibt noch Beta Layout und es gibt Würth Elektronik. Falls es eher billiger sein sollte, dann kann man hier zum Beispiel bei PCBWay, das ist eine chinesische Firma, bestellen oder auch hier bei JLC bestellen. Wichtig! Am Ende der Laboreinheit folgt eine kurze Lernzielkontrolle in Form einer Demonstration und eines Interviews. Bei der Demonstration wird einer meiner Kolleginnen oder Kollegen euch auffordern, eine von euch durchgeführte Messaufgabe zu wiederholen. Ihr solltet dabei in der Lage sein, zu erklären, wie ihr diesen Messaufbau aufbaut und was ihr bei den Messgeräten seht. Das ist übrigens ein Musskriterium, um dieses Labor positiv zu bestehen. Also ihr solltet wirklich selbstständig in der Lage sein, eure Messung zu wiederholen. Ihr könnt dabei aber natürlich auch euer Protokoll zur Hilfe heranziehen. Beim zweiten Part, also beim Interview, geht es darum, dass noch weitere Fragen zum Schaltungsverständnis folgen. Und damit ihr euch besser auf diese Fragen vorbereiten könnt, habe ich hier ein paar Fragen für euch bereits vorbereitet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, aber vor allem auch viel Spaß im Laborbetrieb.